Schönen guten Tag, Freunde der Sonne. Die Begrüßung fällt heute erstmal ein bisschen kürzer aus. Wir müssen nämlich ins Briefing und auf den Server. Also ich sage euch gleich Hallo, ja? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin aus Peace, Schubi. Oha! Schimpft der Polizist. Haben Sie die rote Ampel nicht gesehen? Was ist da los? Antwortet der Autofahrer. Was? Die Ampel was schon, da los? Aber sie nicht. Krank, LOL, mach weiter, so mager, nö, kleiner als drei. Bist du gerade aufgestanden? Nö, ich bin schon eine Stunde wach, Mann. Du bist erst schlafen gegangen, weißt du, und das letzte Woche da auf. Warst du gestern auf der Rebebahn oder was? Nö, ist doch Quarantäne hier geschlossen, alles hier. Pandemie und so. Ja, gut. Du hörst dich gesund an und munter. Ja, ich bin topfit, Mann. Fährst gleich erst ein Stint, oder? Ja, hab ich so gedacht. Ja, geil. Haben wir eigentlich noch Belehrung? Schon gerade, ja. Gestartet. Aber... Du kennst es ja, ne? Ach so, ja, ja. Das kenne ich. Stafford Train müssten wir. Ja, du musst probieren. Server joinen und dann joinen wir. Wenn das nicht, dass wir ein Problem haben, das müssen wir so früh wie möglich melden. Das mache ich jetzt gleich, just in dem Moment. Ich habe Hallo sagen, ich habe alles geskippt. Bin dabei. Ey, du denkst halt immer so, geil, eine Stunde, anderthalb Stunden früher aufstehen, reicht, Dicke. Kannst dir noch was zum Frühstück machen, gehst duschen, setz dich hin. Okay, fuck, das noch. Nein, es wird doch zu kurz. Sag an, wenn du auf dem Server bist, dann join ich als nächster. Ich muss ja nur als erstes drauf. Alles andere ist, so, ja, glaube ich, ja, egal. Aber wir machen mal richtige Reihenfolge. Oder? Wir machen Reihenfolge. Piet, Alter. Ja, ich freue mich, Piet. Ich finde es gut, dass du gut drauf bist. Nee, ich freue mich, dass du gut drauf bist. Ich bin absolut gut drauf, Ding. So. Ja. Leck mich. Sorry. Ich sitz im Auto. Ja, okay, ich komme. Ich bin auch unterwegs. Das würde mich sehr freuen, wenn du auch nochmal kommst. Hast du Daily Quest gemacht heute? Nee, hab doch keine Zeit gehabt, Mann. Ja, okay. Schreib mich doch halt gleich an. Ja. Hast du dir Eis gekauft? Habe ich Eiswürfel, ja. Ah, die gute Eiswürfel, ja? Ja. Okay. Die müssen immer herhalten. So, ich bin da. Okay, dann als nächstes Stefan, bitte. Jo, Moment. Oh, ich sitze im Auto. Warum? Nee. Ich sitze im Auto. Du bist nur verbunden. Na klar sitzt du im Auto. Kannst aber nichts machen. Nee. Reini? Ja. Du kannst auch jetzt? So, jetzt aber, Pete, ich hab mal hier, was fährst du für Rundenzeiten? Mit 105 Litern 202 tief bis 2018. Okay, gut, dann habe ich gut trainiert. Ja. Bin mich zufrieden. Also mit fast jedem Setup. Nee, also bei das, was ich hatte, was ich mit Michel gebaut hatte, damit bin ich eindeutig besser klargekommen. Also das Passwort, das ich hab. Das ist ein neues. Das steht bei uns im Channel drin, Reini. Hatte ich gestern einmal kurz gepostet. Oben, der letzte Post von dir. Okay. Ja. Ich habe ja auch das eine, was ich gepostet habe, das Setup. Das ist ja von Rennfahrern gemacht worden, aber damit kam keiner zurecht. Also ich auch nicht. Ja, zwei Minuten vorher. Also ich komme mit allem klar, Alter. Ich habe gar kein Problem. Ja, also nee, Jungs, damit bin ich auch nicht klar gekommen. Ja, das war okay, aber ich war damit nicht schnell. Also ich bin ja jetzt auch nicht schnell. Mir fehlen ja echt 2 bis 3 Sekunden. Du sitzt drinne. Muss ich Driver Uschi machen? Was denn?
Xentren sitzt im Auto. Xentren sitzt im Auto? Ja, na, Xentren fährt doch den ersten Stint, oder nicht? Ach so, ja. Weil eben war ich im... Nein, du sitzt nur drinnen. Du bist noch schlafbetrunken, Mann. Ja. Ja, bin ich. Du hast auf jeden Fall noch bist du schlafbesoffen. Ich weiß auch nicht, was los ist, ey. Ich weiß auch nicht, wie lange hast du gemacht gestern? Nicht lang, bis um 3 oder so. Ins Bett? Nee, um 1 bist du schon abgehaut. Nee, ich hab ja noch bei euch mitgezockt. Hier, ja, Gesichtsgurke hieß ich. Ja, habt ihr alle nicht geschnallt beim Malen? Ist ja auch egal. Nee, ich fühle mich an, wie wenn ich im falschen Körper wäre, weißt du? Das habe ich auch oft außer körperlicher Erfahrung. Also gerade wenn man sich so einen schönen Heimatfilm angeguckt hat und nochmal so ein bisschen poliert, weißt du, dann hat man halt so eine außerkörperliche Erfahrung mal. Ah, ist okay. Ja, darauf wollte ich jetzt nicht hinaus, aber schön zu wissen. Sandra, du fehlst noch im Teamspeak? Ich bin noch im Briefing. Ach so, du meinst, ja, sehr gut. Wenigstens einer macht am Briefing. Vorbildlich. Da gibt es auch wieder die genialsten Fragen, weißt du doch. Ruhe. Ich habe gestern echt gemeckert. Ich habe gestern sehr hart gemeckert, deswegen. Ja, mach mal, da kommt es dann wieder raus. Ja. Das hilft nicht. Man muss auch mal meckern können. Man muss auch mal meckern können. Das wird sich halt nie ändern, aber... Hey. Wie viele Autos haben wir heute auf der Strecke? Aktuell haben wir drauf 53, also fehlen noch welche. Ich glaube, wir fahren mit 58 Autos. Ein GT4-Team hat sich abgemeldet und ein GT3. Ich glaube sogar drei. Eins ist komplett disqualifiziert worden. Yep. Ach so, das von gestern dann wahrscheinlich. Die Nummer 30, genau. Leute, wenn ihr, also du, wartet mal, kann ich euch das jetzt noch schicken? Wartet, ich habe noch was für euch. Falls ihr das vielleicht gestern nicht mitbekommen habt. Wir waren ja beim Meeting, ja. Ihr ja nicht. Die Team Entschuldige Chef. Bitte, ich war Co-Kommentator bei Bloody, ja? Ja, ja. Ja. Ihr war schon überall da, so war es nicht. Ja, ja. Was denn? Hier ist für euch noch. Was gibt's denn? Da ist in unserer Gruppe, da könnt ihr die Live-Standings noch sehen. Ach so, das habe ich. Ach so, ja gut, ich dachte, ich erzähle euch jetzt was Neues, ey. Nee, habe ich schon seit einer Woche, aber ist okay, danke dafür. Ja, leck mich doch mal. Vielleicht brauchst du einen von den anderen, so, fertig. Gerne. Ja. Scheiß Dreck, ey. Okay, wir sind auf dem Server, wir sind ready, dann kann ich jetzt erstmal im Stream Hallo sagen. Werde ich jetzt erstmal tun, weil ich habe eben gerade nicht genug Zeit gehabt. Ich mute mich mal. Ja, mute ich mal. Wir müssen auch noch einen Voice-Check machen. Check, fertig. Hoden. No Hoden. So, Freunde der Sonne, ich grüße euch. Sieg, ich grüße dich. Woody, ich grüße dich auch. Simkade, ich grüße dich. Sonnex, moinsen. Darkstar, ich grüße dich. Hallo, Ital, moinsen. Mike, ich grüße dich. Sonnex, schönen guten Tag. Marzipan, Equi, CMB. Blackbeams, ich grüße dich, Virok, schönen guten Tag, Don John, Icefox, Sonnex, Mickels, Moinsen, Ryder, ich grüße dich auch, hallo, Felaron, schönen guten Tag, Volo Wizard, Super Uschi, ich grüße dich, Aggressive, schönen guten Tag, Orange Juice, Moini, Orange Juice war sogar schon hier, bevor der Stream überhaupt losging. Häuser, dankeschön für 20 Monate, Sieg, dankeschön für 48 Monate, willkommen zurück. Frenzy, ich grüße dich auch, Moinsen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind heute auf Spar unterwegs mit den üblichen Verdächtigen. Falls ihr dazu, nicht Spar, Suzuka, Entschuldigung. Wenn ihr dazu Informationen haben wollt, könnt ihr gerne Ausrufezeichen Suzuka eingeben. Ich wollte einen Titel schreiben, aber ich kann bei Twitch heute keinen Titel ändern, deswegen ist der Titel falsch. Was willst du machen? Ja, das war's. Ausrufezeichen Suzuka, genau. Ich trage Jumpsuit, ja. Das ist mein Jumpsuit von Sauerkraut. Den trage ich immer, wenn ich Autorennen fahre. Irgendwas wollte ich euch noch sagen.
Irgendwas wollte ich euch noch sagen, aber das habe ich jetzt vergessen. Ich hoffe, alles funktioniert heute. Ich habe eben gerade noch alles vorbereitet. Aber es sollte alles seinen Gang gehen. Schauen wir mal. Drücken wir mal die Daumen. Hey Siri. Aktiviere Disco. Okay, so ist besser. Hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Ich habe gestern noch ein bisschen rumgefummelt, um das Bild für euch noch ein bisschen zu optimieren. Drücken wir mal die Daumen, dass alles geht. Wo wir gerade davon sprechen, was ist mein Ping? Mein Ping ist normal. Okay, alles gut. Bloß kein DC. Naja, irgendwie. Also gestern habe ich wohl scheinbar ein DC gehabt, weil meine NDI-Store, also das Bild, was ich hier nach da schicke, über Netzwerk, lag auf der falschen Netzwerkleitung. Also da, wo mein Internet drauf ist. Und das hat wahrscheinlich diese Lecks verursacht. Aber das habe ich jetzt glücklicherweise fixen können gestern. Server wird neu gestartet. Wieder Entry-List zerstört. Ah, geil. Ja, okay. Dann müssen wir halt einfach reconnecten gleich. Ich habe das gestern alles nochmal geändert. Ich gehe schon mal runter. Das war ein richtig schöner Clusterfuck gestern, sage ich euch. Habt ihr schon mal versucht, eine Applikation auf eine gewisse IP-Adresse zu binden? Richtig für den Arsch. Richtig für den Arsch. Verox, ich danke dir nochmal, Maga, für deinen Einwand vorhin. Du bist ein Engel. Danke, dass du das gecheckt hast. Das wäre richtig bitter geworden. Das darf ich nämlich nicht. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr der Fall sein, oder? Hoffe ich. Das sollte jetzt alles gehen. Socke, ich grüße dich. Moin. Ich habe übrigens von der Sonne Ausrufezeichen Xentrin. Wir haben ja vor, ich glaube, in unserem ersten 12-Stunden-Rennen mal darüber gesprochen, dass der gute Xentrin, der einzige von uns ist, der bis jetzt aktuell noch keinen Rick zu Hause hat. Und wir hatten so ein bisschen rumgeflaxt. Und der gute Kosheba hat mich gestern nochmal daran erinnert. Dass wir das machen wollten. Und eventuell, also wenn ihr Lust dazu habt, und diese Idee gut findet, könnt ihr gerne daran teilnehmen. Quasi. Ich werde nachher auch noch meinen Teil da rein zimmern, damit der gute Xentrin sich nämlich endlich mal einen Rig kaufen kann und nicht immer der langsamste ist. Das wird auch alles zu sehen sein und dokumentiert. Also es wird alles nachgewiesen. Da müsst ihr euch keinen Kopf machen drum. Von der Bestellung und so. Wenn ihr Lust habt und irgendwie ein bisschen Weihnachtsvibes habt, dann auf wie. Ansonsten, wie immer, 12-Stunden-Rennen. Die Jungs sind da. Wenn ich fahre, bin ich ruhig. Könnt ihr mit den Jungs reden. Schauen wir mal. Top 10 haben wir uns vorgenommen. Ob wir das schaffen, wissen wir nicht. Das Fahrerfeld ist wirklich richtig stark. Also wirklich crazy. Die ersten 20 gestern sind fast alle 1,58 gefahren gefühlt. Mal gucken. Hier sieht es an der Essenfront aus. Bist du versorgt? Ich habe eben gerade Milchreis gemacht. Ich habe gestern Abend noch eingekauft. Gyros. Und eigentlich sollte alles gut sein. Moinsen, Horny. Ah, siehst du, was mir gerade einfällt? Das habe ich vergessen. Bin schon neu gestartet? In dem Befehl gemacht. Nee. Noch nicht. Was mir gerade einfällt, Leute, wenn ihr noch einen kommentierten Stream sehen wollt, Horny, wollen wir einen Dings aufmachen? Einen Squad-Stream? Horny, wollen wir einen Squad-Stream aufmachen? Weil dann brauche ich nicht, dann muss ich nicht immer dieses ganze Gedüdel hier zusammenbauen. Lädst du mich ein oder soll ich dich einladen? Ah, siehst du, da fällt mir doch gerade ein. Das ist doch gar nicht richtig.
Oh, jetzt ist der Server neu startet, glaube ich. Oh, Entschuldigung. Ja, du, wir sind von dir erstmal heute aktuell nichts anderes gewöhnt. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Sog 3 giftet A-Tier 1 sub 2 W00 DY87. Habt ihr euch eingeladen? They have given 445 Gift Subs in the channel. Ich hab deine angenommen, Horny. Server müsste neu gestartet sein, glaube ich, oder? Ja. Zumindest aus, ja. Ja. Dann haben es die anderen Server jetzt auch weggemacht. Können wir nochmal ganz kurz Soundcheck machen? Check, check. Okay. Nee, hier nicht. Ich meine im Team. Check, check. Hat jemand im Teamspeak gequatscht, ja, ne? Check, check, ja. Jo. Check, check. Okay, super. Check. Dizzy, bist du drauf auf dem Server? Yes, bin drin. Ne? Gut, dann glaube ich Pete, ne? Warte. Jo, ich komme. Ja, Pete ist der Nächste. Ich sag Bescheid. Bescheid. Gut, dann kann ich, ja. Guck mal, da oben ist der Ink Master. Gut, Reini, du kannst. Hey. Schöne Grüße. In der Guff. Was ist der Guff hier, oder was? Ja, ja, ist doch unser Ink-Spezialist. Oha! Wir sitzen über dem Lure-Team. Im Teamspeak. Kann man immer schön ein Auge drauf haben. Na klar. Jetzt magst du mir noch die Karte geben? Ja, ich bin dabei, nur warte mal. Wunderbar. Meine Fresse hier, weißt du, er schon wieder. Hier sitzt er jetzt im Auto. Jetzt fahr auch. Danke. Jetzt fahr auch. Pete, ich muss ganz ehrlich sagen, ich find's traurig, ne? Und also ich bin wirklich traurig, dass du so durchhängst jetzt. Ich hab echt mit... Ich hab mit Stimmung gerechnet. Jetzt halt die Luft an, ey! Ich hab gedacht, jetzt kommt was, aber dann wieder sowas. Ich bin voll drauf. Echt jetzt? Ja, ehrlich. Was glaube ich dir denn? Ich bin noch ausgemacht, dass ich den Start fahre, doppelt, dreifach Stint und dann geht's ab. Ach so, ja, klar. Entschuldigung. Ja. Nein, Scherz beiseite. Ich bin gut drauf. Alles gut. Ich höre mich immer so an. Bis Mittag. 1-2 Uhr. Ja, der hört sich um 5 Uhr nachmittags auch noch so an. Erzähl nix. Ich habe halt Angst vor Imola, weißt du? Dass du seit Imola sauer auf mich bist. Quatsch, ey. Da habe ich... Na, okay. Jetzt schon wieder, weil du hast mich dran erinnert, Mann. Nein, Quatsch. Ist doch alles in Ordnung. Übrigens, ich bin... Alles... Pete, ich möchte dich jetzt nicht ärgern, aber ich bin mit 20 Minuten Imola Practice fast schneller gefahren als du. Wo? Wo? Vorm Disconnect. Gut, jetzt habe ich Teamchef genug geärgert. Jetzt müssen wir mehr Harmonie her, okay? Ja, da will ich aber auch Leistung gleich sehen, ne? Du fährst doch den Start jetzt, habe ich gehört. Bitte? Was? Ich muss noch mal los. Ja, ich auch. War gerade ein Tunnel da, ich habe nichts gehört. Nee, ich muss noch mal Sauerkraut und Weißwurst machen. Ah, okay, okay. Aber du weißt, wie man die pellt, ne? So zuzeln oder wie das heißt. Ja, das kann Reini mir bestimmt erklären. Ja, Reini macht das. Reini ist doch der Zutzelmaster.
Ach du Scheiße, ich habe noch nicht mal mein Lenkrad angemacht, ey. Oh. Alter, was ist da denn jetzt nicht in Ordnung? Du musst nach dem Anmachen nur die Optionen gehen, gell? Ja, ich weiß. Aber jetzt gehen die LEDs, glaube ich, nicht. Aber ich könnte ja theoretisch, glaube ich, sogar reconnecten. Wenn ich mir nee, dann müssen wir doch auch wieder runter, oder nicht? Nee, where'd you find this? Solange er nicht im Auto, das geht das, glaube ich. Ja. Ja, das muss gehen. Wenn, ja, glaube ich. Der Grenzwert. Glaube ich ist nicht wissen. Nein, ist okay. Ich fahre einfach ohne LEDs. Brauche ich nicht. Ob ja. Die Dinger da nur blinken oder nicht. Ich schalte nach Geräusch. Hast du eh recht, dein Hut noch an, oder? Im Spiel. Was habe ich an? Dein Hut? Ja, ja. Ja, bis ich ein GT-Lenkrad habe, dann mache ich es halt aus. Wobei kann ich auch nicht, weil die Leute wollen das ja sehen. Hey, Woody, danke schön für den doppelten Heiermann. Und Sorge, danke, dass du Woody einen zugesteckt hast. Vielen Dank. Was wolltest du sagen, Fenrin? Ich war das nicht. 2 Minuten ist der Rennstart. Wird geskippt. Okay. Höh, es ist 11.56 Uhr. Sind noch 4 Minuten. Was soll das denn jetzt hier schon wieder? So, wie ist denn unser Stintplan? Wer fährt denn als zweites? Und machen wir Doppelstints? Ja. Also, ja, generell ist die Antwort erstmal ja. Mm. Oh, das ist die falsche Adresse, Woody. Da musst du Ausrufezeichen Zentren reingeben. Ja, dann hau. Hast du in den Mund genommen? Hallo Alpengamer, sorry. Was hast du in den Mund genommen? Nee, er sagt, die Weißwurst wird in den Mund genommen und irgendwie. Ich. Ja, das Auszusen, das. Boah, ich krieg grad Gänsehaut, ihr wisst ja, ne? Oh, das ist nicht gut. Zentren? Ja. Hast du dein Handy umgedreht? Ja. Gut, besser ist auch. Besser ist auch. Teamkollegen, habt ihr das schon mitgekriegt, was wir heute machen? Nee. Der gute Kosteba hat mich gestern daran erinnert, dass Zentren ja immer noch ohne Rick fährt. Und, naja, jetzt läuft da halt so ein Link durch, wo Zentren seinen Rick wahrscheinlich dann bekommt. Hey, cool. Aha, cool. Wie kommt er denn für eins? Ja, das hängt davon ab, was dann nachher am Ende drin ist. Aber so wie es aussieht, wird es wohl ein Alu-Rig werden. Also ich glaube mal, die 12 Stunden, die machen es dann schon. Ja, sehr geil. Kann Xenon auch endlich mal einen Triple Screen fahren hier. Ja. Also Xandrin im Chat steht schon, bei Motedis kann schon bestellt werden. Das hast du schon zusammen. Was? Mhm. Heilige. Und wir haben noch nicht mal angefangen. Ihr seid doch krank, ey. Holy shit. Wir wollen Fotos sehen. Alter. Wir wollen halbnackte Fotos. Okay, Ruhe jetzt. Wir starten. So. Gut, ja. Ich gehe auf YouTube Discord, ja? Ja, YouTube Discord und mach Dings an. TeamSpeak. Ach Leute, ihr seid mega geil, ey. Dankeschön. So, jetzt aber nochmal kurz Butter bei die Fische. Check, ihr hört mich im TeamSpeak? Yes, laut und deutlich. Ja, wirklich. Boah, Pete, bist du laut. Holy moly. Was? Ja, ich hab Pete auch schon leider. So, Mucke aus, Leute. Wir brauchen keine Musik hier. Ja, Butter bei der Fische. Wer fährt in den nächsten Stint denn? Fahren wir Doppelstint? Ja, weiß ich nicht. Mir ist geil, kann ich auch. Zentren, willst du Doppelstint fahren? Mach ich, ja. Okay. Wir fahren 3 Stunden, oder? Ja. Insgesamt, ja. Wollt ihr auch Doppelstint fahren? Hat wer gerade die Temperatur im Kopf für 21 Grad? Wer gesagt, die Reifendrücke? Ja, nee, keine Ahnung. I don't know. Weiß ich auch nicht, nee. Ja, wird schon passen.
Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss. Aus. Dat unterstrich unterstrich Alex giftet a Tier 1 sub 2 der unterstrich unterstrich Obi. They have given 27 gift subs in the channel. So, 109 Liter nehme ich mit und auffüllen auch wieder 109 Liter am besten, oder? Genau. Das, warte mal. Und wenn es ein paar Liter zu viel sind, kann man immer noch ein bisschen runternehmen. Richtig, also, genau. Lieber immer. Okay, wunderbar. Genau, und wir fahren mal eine Stunde plus eine Runde. Also wenn es runterzählt, wenn es eine Stunde hast, dann noch eine Runde drauf, dann rein, dass wir drüber kommen, wenn irgendwas ist. Sagt er, glaube ich, an der Crew-Chief, ne? Was meinst du? Wenn nur noch eine Runde zu fahren ist. Ja. Wegen Zeit. Halt, genau. You sind das Ending, please come into the box oder irgendwie los, ja. So, das Piepen sollte weg sein. Stream. Ich habe das gerade weggemacht. Das ist irgendwas. Twitch Prime ist. Irgendwas geht bei TS. TS ist einfach eine scheiß Applikation. Der pumpt die ganze Zeit irgendwelche hässlichen Sounds raus im Hintergrund. Okay. 2 Minuten noch, Ladies and Gentlemen. Und dann ist go. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. D4RK5Tyl3 giftet A-Tier 1 sub to CNCR-Svensson. Ja, wie wir halt. They have given 6 gift subs in the channel. Leute, wir haben noch 13 Stunden Stream vor uns ungefähr. Ihr müsst euch noch nicht verausgaben heute. Darkseid, danke, dass du Svensson zugesteckt hast. Und Phil, danke für 5 Monate. Und Alex, danke, dass du Obi einen zugesteckt hast. Haben wir eigentlich die Zeit wieder auf mal 2, also Ingame-Zeit? Bin ich mir gar nicht sicher. Kann gut möglich sein, ja. Das weiß ich nicht. Ja, was ist denn jetzt mit Stint? Nee, ich glaube nicht. Ja, also ich komme den nächsten noch einen Cent ran schon fahren. Willst du Doppelstint fahren? Ja. Okay. Pete, willst du auch Doppelstint fahren heute? Ja, aber ich wechsle halt nicht die Reifen, ne? Auf keinen Fall. Ja gut, das kennen wir ja schon von dir, das ist ja nichts Neues. Das kennen wir ja schon, hast du auch Silverstone ja auch gemacht. Oh oh, diese Stille. Oh oh. Ja, weil es halt keinen Sinn macht, ne? Weil das dann viel zu viel Zeit kostet. Ja, hast recht. Finde ich auch. Das finde ich auch, das ist auch Quatsch, dieses ganze Reifengewechsel da, diese Schraubenwechsel, das ist da alles Mist. Ja, ich bin das Proberennen gefahren und ohne Reifenwechsel, die 2 Stunden. Ja, und 2 Reifen waren okay. Ach so, meinst du das? Nee, das mache ich nicht. Ich fahre keine 2 Stunden mit der Pelle durch, bis verrückt. Danke, die, aber die verbrauchen nicht viel, die Reifen. Die waren, und in diesem Sinne nach 2 Stunden war ich, glaube ich, aus Peace, ein Drittel war verbraucht. D4RK5Tyl3 giftet A-Tier 1 Sub to Racing Team Oberwiese. Aber das wird halt they mega, given 7 mega rutschig. In the channel. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, Peace, schubidu. Rubik giftet A-Tier 1 Sub to Simkathi. This is their first gift sub in the channel. Jeder fährt Doppelstint? Naja, also wir hätten ja jetzt theoretisch jeder einen Doppelstint und dann jeder noch einen einzelnen Stint. Oder einer verzichtet darauf, wenn er sich nicht wohlfühlt und dann fährt jemand anderes noch einen Doppelstint. Das ist ja bei uns, aber wir haben uns ja letztens bei Wurst Wars haben wir uns ja auch dazu entschieden, dass Pete und ich unsere Stints noch skippen dann, damit Reini und Zentrum noch mehr fahren können. Also je nachdem, wie wir uns fühlen heute. Das ist ja bei uns immer relativ spontan. Also ich kann auf jeden Fall mittlerweile Doppelstints fahren, denke ich. Ich bin ja im 24-Stunden-Rennen bin ich ja schon 3 Stunden Stint gefahren. Das war ganz okay. Was macht die da vorne, ey? Mit 50 Jahren Gurken. Na, theoretisch, der Dude, den sitzt noch dazu, ne?
Hey Chris, moin. Ich glaube, Pete skippt in der jetzigen Verfassung. Na ja, gut, wenn Pete in bis dahin wach ist. Also ich meine, er sagt ja erstmal. Ich bin topfit. Was los, ey? Was los, ey? Aber hättest du dir ein Eis reingeknallt zum Frühstück, dann hättest du nicht so eine Laune, Junge. Nee, dann würde ich aufs Klo sitzen und hätte Durchfall wahrscheinlich. Ja gut, auch mal eine Maßnahme, ne? Ja. Schöne Scheißerei. Ja, schön früh morgens ein Eis und zack. Durchmarsch. Noch eine Kippe und Kaffee drauf und kommst gar nicht mehr runter. Alter, ja. Dann hast du aber auch keine anderen Probleme mehr. Düsenantrieb auf den Scheiß aus, Junge. Ja, wartet mal, Jungs, ich baue mal meinen Rick ins Bad um. Ja, ey, Drifty, Pete fährt so viel. Pete muss mal Urlaub machen. Also der kriegt bald Zwangsurlaub von mir. Der fährt so viel. Der macht sich nur die Hände kaputt. Irgendwann sitzt er so da und macht Daily Quest irgendwie und versucht das irgendwie, weißt du? Die sind schon kaputt. Suzuka, der Zap. Und für alle weiteren Informationen, Ausrufezeichen Suzuka. Die Reifen werden so kalt, holy moly, ey. Lass einfach mal Bremse schleifen. Ja, die sind schon gut. Sehr gerne, Dezab. Jetzt mache ich die zu warm. Kottel, moin. Ja, das Engineering Tool hast du nicht zufällig drauf, oder? Nee. Wir starten übrigens von 13 Leute, ne? Ist euch klar, wie schnell Xentren ist? Also jetzt Reini und Xentren. Reini und Piet. Alter, die sind so schnell hier. Ja, ein sehr starkes. Wir wissen es. Ich hab's gestern mitbekommen. Das ist halt starkes Feld. Da war gestern noch eine 1,57 dabei, ne? Ja, 1,57, ja, ja. 9, ja. 3. Ich sogar gedacht, dass das noch mehr schaffen, aber doch nicht. Wegen die Temperaturen wahrscheinlich. Ja, das war aber bei 10 Grad Streckentemperatur gestern. Das war ordentlich. Ja. 888 ist Rennfahrerteam, ja. Lukas Luhr, Dominik Allram, Laura Loft und Luft. Laura Luft, Entschuldigung. Laura Luft, Verzeihung. Die Luft ist eine andere. Und ja. Noch ein Werksfahrer von BMW. Mir fällt Klingmann. Jens Klingmann, genau. Aber ich glaube. Auf geile 12 Stunden. Jens Klingmann ist, ja, glaube ich, heute nicht hier. Good luck, Xentran. Go, 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 mein Brasso! Gibt das Auge nach hinten. Ja, ich guck auch mal, was von oben Phase ist hier. Oh, Start war okay. Oh, ist noch genug. Oh, wir sind sogar mit unserem Kollegen da. Also mit dem Lexus-Kollegen hier. Oh, oh. Oh, der wird wahrscheinlich durchkommen. Nee, alles gut. Ja, den wird er vorbeilassen, ne? Ja. Alright, guter Start, nichts passiert. Erste Runde. Oh! Da war der Audi aber ein bisschen frech, du. Oh.
Ja, der Audi ist ein bisschen schneller als der Lexus in den Kurven. Das ist echt schwer, von dem wegzukommen. Also da musst du schon sehr, sehr gut fahren. Also wie der Mercedes. Audi hinter dir gedreht. Oh, da hat sich jemand rausgeballert hinten. Eieiei, da ist jemand abgeflogen. G-Dog, moin, Dr. Dyer, ich grüße Sie auch, moinsen. Willkommen zu Endurance Madness. Das war mal ein typischen Audi-Ziel. Mhm. Ja. Gut, ich grüße Sie. Ja, dort, wo es in Spa aufgehört hat, geht's hier wieder weiter. Das Team vor uns sind im Lambo, da ist der Zentner drauf. Echt jetzt? Ja. Ja. Ehrlich? Der Zenti, ja, ja. Der fährt nachher. Ah, tatsächlich. Wie geil, ja. Ey. Zenti, Junge. Die sind auch cool, die mag ich auch. Ja, ja, ja. Das ist ein netter Kerl. Hier sind alle irgendwie immer super nett. Bis auf Schöninger. Papi. Der Zenti hat das auch gefeiert, was in Spa war. Ja, na, ist ja auch geil. Schingelpilz, ja. Moin. Ja, ich denke mal, dass wir den Lambo werden wir noch durchreichen. Oha, der kommt aber richtig gut aus dem Proberaus mit dem Lambo. Mein lieber Mann. Da ist Zug drauf. Ja, das ist halt auch ein Sportwagen, ne? Wir haben ja so eine Familienkutsche. Du hast den ausgesucht, du Arsch! Was? Ich hab gesagt, gehen wir, ne, wo wir uns am besten wohlfühlen. Was da vorne ist! Ich muss da aus! Ja, aber der Lexi muss da. Oh mein. Nein, tut das nicht, Leute. Oh! Schön in der 130. Hi! Alter Verwalter, der ist aber richtig am Machen hier schon. Ob er weiß, dass das Rennen 12 Stunden geht? Ja, das hat er, da hat der Audi aber gesagt, nee, warte mal kurz. Den Lexus kann ich gar nicht. Magga, der Lexus ist das einfachste Auto, was es gibt. Na, wenn das mal nicht den, also wenn der Lexus so weiterfährt, dann sehe ich ihn auf jeden Fall nochmal auf dem Gras. Das genau, wir fahren 12 Stunden Sprintrennen, Leute. Aber ich hab schon wieder richtig Bock, ne? Endurance-Rennen ist halt einfach, weiß ich nicht. Oh, übrigens, Pete. Ja, hier. Ich hab, gestern war ich im Einkaufsladen noch, nachdem ich fertig gemacht habe den Stream und bin spazieren gegangen und bin einkaufen gegangen. Und dann stand ich vor dem Regal, wo Fleisch drin steht, ne? Fleisch ist geil, ey. Ja, ich habe mir Gyros gekauft. Das hier jetzt gemutet. Ja, aber gut, Gyros, die lasse ich jetzt mal kurz alleine füttern. Na was? Ich fahr mit, Tobi. Dicken, wäre ich nicht so gut erzogen, ne? Hättest du jetzt was an mir, von mir an den Kopf gekriegt. Du. Warum denn? Ja, weiß ich auch nicht. Will ich nicht drüber reden. Magst du Gyros einfach nicht? Doch, ich mag Gyros sehr gerne. Ja, ich weiß, deswegen habe ich es gekauft. Und weißt du, was noch viel geiler ist? Dann mache ich mein Träufelchen noch so ein bisschen Cheddar oben drauf und lass das dann so richtig schön durchziehen. Das ist echt lecker, Piet. Leck mich. Wo denn? Ob wir es schaffen, heute keine Strafe zu kriegen? Also nicht dreimal cutten? So wie Spar. Das war gut. Ja, wir kriegen jetzt sowieso erstmal gleich 2 Fehlerpunkte von Zentren draufgeklatscht wieder. Oh. Der Wilde.
Ne, der Lexus damit fährst du auf jeden Fall nicht ganz weit vorne. Mit dem Lexi-Schmexi. Roderick, moin. Also auf Brexit. Hast du die Prediction-Funktion? Ja, ich sollte die haben. Also, falls irgendjemand, ne, von den Mods das mal ausprobieren möchte, tobt euch aus mit der Prediction. Falls der Mod da ist, das weiß ich gar nicht. Das ist Multiclass, GT4 und GT3. 13 GT3-Fahrzeuge und der Rest aufgefüllt bis hoch zu 58 mit GT3. Zentrat wird langsam aggressiv, er macht schon Lichthupe. Zentrat ist heute top motiviert, du. Mach mal Prediction aufs Rennen. Toll, gerade drauf geklickt, da faselt er etwas von lecker Gyros und so weiter. Wo kann man das hier rückgängig machen? Einschaltungszeichen, Einschaltungszeichen. Madness, Dankeschön für 3 Monate, Maga. Willkommen zurück. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber es wäre halt ganz süß, wenn vielleicht Mod da sich mal kurz ansetzen kann. Ah, hier. Prediction, Thornhead. Wir haben eine neue Funktion. Von Twitch. Da kann man dann quasi aufs Rennen. Dankeschön, Thorner, du bist ein Engel. Ich kann das nämlich gerade von hier nicht machen. Ich auch nicht, Thorner, aber es ist irgendwie im Mod-Panel, glaube ich, drin. Aber Zenti und seine Gang, die sind genauso schnell wie wir, ne? So circa. Ja. Na gut, so schnell wie Zenti. Ja, hinten wird auch gekämpft auf jeden Fall. Wir sind gerade mal 10 Minuten drin. Wow. Stöckmann hat sich, glaube ich, weggedreht. Jo. Oh, die ersten GT4s kommen. Ich bin heiß, ne? Bist du auch heiß? Seid ihr heiß heute? Boah, ich bin richtig heiß. Ich hab richtig Bock, du. Oh, richtig schön vom Lexus vorne auf der Außenbahn. Dann vorbei. Wir fahren GT3, John. Ich glaube, wir sind alle nicht so große Fans von GT4. Außer Pete. Nee, Pete fährt ja immer diesen TCR, dieses Schnarchauto bei iRacing. Geilste Auto. Hab ich noch nie probiert. Fahren wir dann nächstes Jahr mal ein Endurance-Rennen mit? Wenn es die Klasse wieder gibt, also hier, es gab ja dieses Jahr gab es ja diese iRacing Endurance Serie, immer auch 12 Stunden mit 4 verschiedenen Klassen. Naja. Und da sind wir immer TCR gefahren. Holy shit, die Strecke ist voll. Oh mein Gott, Xenrin und Genie! Oh, Xenrin und Genie! Wie geil, hat er jetzt schön mit dem GT4 ausgebremst. GG's. Hast du gesehen? War geil, ey. Ja, Wolli, Alter, sehr gut. Schönes Ding, schön gesehen. Hätte ich nicht besser machen können, du. Ja, das war halt richtig fies. Oh mein Gott, da geht die 4. Moin, moin. Der andere war ein GT3. Also einer war GT4 und einer war GT3, Leute. Das ist hier schon Überrundungsverkehr gerade. Also wir überrunden gerade die ersten GT4s. Nee, mach das nicht. Das ist nicht gut, Das ist überhaupt nicht gut. Vor allen Dingen mit dem Grün hatten wir gestern schon mal unsere Späßchen im Qualifying. Ich glaube, das ist die innerliche Vorfreude von Zentren auf das neue Rig. Ich bin ja mal gespannt, ob er da noch schneller fährt dann.
Equipment macht einen nicht schneller, nur safer. Sag das nicht. Bis er eine 1,57 tief fährt. Auf Susi. Alter, der Lexus vorne, der schreddert aber auch echt durch, ne? Was für eine Auswahl soll ich denn einstellen? Top 10, Top 15? Ich würde sagen Top 5, Top 10, Top 15 und den Rest. Würde ich sagen. Aber man kann nur zwei Optionen machen. Na, dann Top 10 und aufwärts. Sieg, Ausrufezeichen, Setup. Ist das Retzbach vorne in dem Aston? Ja, ne? Oh, der Beamer kommt hinten angeflogen von Herrn Luhr. Das sind keine Custom Deliveries, ne? Gibt's, also kannst du in dem Game machen, ist aber nicht, nicht ganz so legal. Alter, okay, der GDP hat auch was sehr gut. Moin zum Karl und Dankeschön. Go for Gold. Top 10 wäre schon krass, Karl. Also wenn wir Top 10 schaffen, wäre das schon ziemlich, ziemlich gut, weil das Fahrerfeld ist unfassbar stark. Alter, das Qualifying gestern. Schön gefangen. Oh, hat er einen DC? Der hat einen DC. Oh nein, der hat einen DC. War das über mir gerade so, oder? Nee, 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 der hatte wahrscheinlich einen schlechten Ping oder DC. Alles gut, fahr weiter, konzentrier dich. Also Karl, Top 10 wäre schon wirklich krass. Wir sind gestern Abend im Qualifying unterwegs gewesen und ich glaube, die ersten 20 lagen alle so in 2 Sekunden und aber mit exorbitant verrückten Zeiten. Also das wird richtig wild heute. Aber wir sind relativ gut aufgestellt. Wir sind auf 13. Sind noch gut dran, kommen gut durch Verkehr. Mal gucken. Sind die Aula-Autos leistungsgleich oder sieht man Balance hier aus? Wir fahren 2 Klassen. Wir fahren einmal GT4. Die sind ein bisschen, ich möchte mal sagen, untermotorisiert. Also ein bisschen langsamer vom Fahren her. Ein bisschen weniger Beschleunigung. Und dann fahren wir GT3s. Alle Autos haben so ihre Vorzüge. Also unser Auto zum Beispiel ist super schnell auf Geraden. Also ist das schnellste Auto auf Geraden. Dafür ist es in den Kurven ein bisschen schlechter und die Bremsen sind nicht so gut. Dann hast du zum Beispiel den Audi. Der Audi ist so ein bisschen wie eine Glaskanone. Also der ist ultra schnell und wenn du den beherrschst, ist der sehr, sehr gut. Oder zum Beispiel hier der vor uns, der Aston, ist ja, wie auf Schienen, sag ich mal, wie ein Zug. Den kriegst du halt nicht wirklich aus der Bahn geschmissen. Hat auch sehr gute Bremsen. So durchschnittliche, okay Geschwindigkeit. Kommt sehr gut durch die Kurven durch. Also das ist das, was sie unterscheidet, die Autos. Also ja, sie haben alle ein bisschen verschiedene Attribute. Wie lange soll ich laufen lassen? 30 Minuten? Geht das noch länger vorne als 30? Wieso fährt kaum einer McLaren? Weil der McLaren auf dieser Strecke einen sehr hohen Leistungsabfall hat. Also damit... Ja, der macht 30 Minuten vorne. Also ja, die Autos sind ein bisschen unterschiedlich, aber jetzt nicht extrem. Also ich sag mal, wir haben uns jetzt nicht unbedingt das beste Auto ausgesucht für die Strecke hier. Habt ihr gestern Abend Karl zusammen gespielt? Was denn? Willst du hinsetzen? Oder? Ja, 58 Autos. Nee, Mann. Nicht onstream. Ah, okay. Dann hoffe ich mal, dass wir das nächste Woche wieder hinkriegen. Da würde ich mich freuen. Nächste Woche habe ich kein Rennen. Ist nächste Woche Weihnachten?
gerne. Aber ist egal, können wir ja trotzdem. Da müssen wir mal gucken, wie die Leute Weihnachten zu Hause sind. Ich kann keine Prediction abgeben. Du bist mort, du darfst das nicht. Boah, der Lexus vorne macht aber ganz schön Alarm, du. Was fährt der für Rundenzeiten aktuell? Kann man nicht sehen, ne? AMG, AMG, AMG. Hast du schon mal vorne geguckt, Piet? Ja, ja, ich habe das gestern schon gesehen, dass das ein AMG Cup ist. Ein Audi vorne, AMG, 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 Audi, ja, Lexus, der ist Lexus. Halt, der ist halt OP, der wird irgendwann gebobbt. Ja, denke ich auch, der wird ein bisschen langsamer. Das haben die eigentlich gut im Griff. Ja. Streamquali ist übrigens überragend, wirklich kaum Präsentation. Ja, das ist aber auch, das ist 7 Jahre feilen. Also, wenn du mal dazu was brauchst, Karl, sagst du Bescheid. Und danke. Aber, also ich muss auch dazu sagen, dass das Spiel in 4K läuft. Also, das holt nochmal eine Menge raus. Ich habe ja jetzt eigenen Racing-Computer. Also, der steht ja da hinten in die Ecke. Also so, die ersten Strafen trudeln ein. Echt? Wer hat eine gekriegt? Ja. Ich glaube, die... Ich hab's vergessen. Stand eben irgendwo drin. Ja, gut. 5 Sekunden irgendwie. Ja, gut, das geht ja noch. Hey, Plüschi, moin. Wer ist denn vor uns gerade? Hä, ist der nicht abgeflogen, der Aston? Ist der nicht abgeflogen? Ja, der ist überrundet auch. Die 42 vor uns ist, die 76 vor uns ist überrundet. Oh nein! Oh mein Gott! Das ist mein Lieblings-Aston-Team. Oh nein, fuck, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt, dass die rausgeflogen sind. Das ist dann, Leute. Mein größter Helfer, also mit einer der größten Helfer, als ich mit Simracing angefangen habe. Oh Mann, ich drücke ihnen die Daumen, dass sie noch nach vorne kommen. Ja, ein, zwei Plätzchen werden sie noch schaffen. Oh nein, und das in den ersten 20 Minuten. Fuck, ey. Boah, ich drücke ihnen die Daumen. Ich drücke ihnen die Daumen. Ecke, heute ist 12-Stunden-Rennen, ja. Wie lange fahrt ihr? Jeder von uns 3 Stunden. Also so wie es aussieht, fährt Zentren jetzt die ersten 2 Stunden. Dann fährt Reini die nächsten 2 Stunden. Dann entweder Piet oder ich, je nachdem, müssen wir mal gucken. Und dann im Anschluss nochmal jeder 1 Stunde. Außer irgendjemand fühlt sich nicht. Also kann ja immer mal passieren, dass du wirklich einen scheiß Tag hast und nicht keine Rundenzeiten hinkriegst, dann kann sich das auch nochmal ändern. Also wir haben im letzten 12-Stunden-Rennen auf Spa haben zum Beispiel Piet und ich beide auf unsere Stints verzichtet, weil wir keine guten Tage hatten und nicht schnell genug gefahren sind. Und um noch Plätze zu holen in dem Rennen, haben wir unsere Zeit abgegeben an die anderen beiden. Also der jetzige Fahrer, Zentren, ist der schnellste von uns. Dann kommt Reini, also unser Teamchef. Dann kommt Piet und dann ich. Also Piet und ich, wir fahren ungefähr gleich stark, würde ich sagen. Aber manchmal hat man ja so Tage, wo man nicht reinkommt. Also 3 Stunden für jeden. Und wir fahren volle 12 reale Stunden. Also wir fahren jetzt bis 24 Uhr durch. Falls ihr da draußen, genau, wo wir jetzt gerade dabei sind, gebt mal Ausrufezeichen Suzuka ein. Ihr habt noch die Möglichkeit, an einem richtig, richtig fetten Giveaway mitzumachen. Wenn ihr dazu Lust habt, könnt ihr sehr, sehr gerne Ausrufezeichen Suzuka eingeben. Da kommt ihr auf die VCL-Seite, vclracing.de.
Und von dort werdet ihr dann weitergeleitet zu einem Geek-Giveaway. Wenn ihr auch noch Bock habt auf den kommentierten Stream, könnt ihr gerne, unten müsste irgendwo ein Button sein für Spot-Stream, dann könnt ihr meinen Stream und auch den kommentierten Stream gleichzeitig sehen. Dann könnt ihr den auch noch sehen, aus einer anderen Perspektive. Und falls ihr selber noch Live-Standings sehen wollt, also Rundenzeiten, den ganzen Kladderadatsch, könnt ihr auf diese Pitwall.live-Seite gehen. Und dann seht ihr nicht nur unser Auto, weil bei mir seht ihr nur unser Auto. Ich gehe auf keine anderen Autos drauf, ich bin nur bei uns quasi. Also falls ihr da auch noch Lust habt, ist alles in Ausrufezeichen so super drin. Da könnt ihr euch das dann alles angucken. Boah, das ärgert mich voll für Nord. Also bis dann, dass der abgeflogen ist. Aber es sah halt auch nach Leck aus, ne? Uns Roli. Ich muss mir noch Schuhe anziehen, ich habe noch gar keine Schuhe an. Ich weiß, Pete, du hast auch keine Schuhe an. Ja, ja. Auch keine Socken, ich bin heute barfuß unterwegs. Aber ich habe mir einen schönen Rennonesie angezogen. Danny Boy, ich grüße dich, moin. Also falls ihr irgendwelche Fragen habt, Leute, immer raus damit. Also es gibt ja viele Leute, die beim Racing oder in diesen Rennen noch nicht wirklich oft oder viel dabei waren oder heute zum ersten Mal dabei sind, immer raus. Wir beantworten euch das sehr gerne. Wenn ich nachher fahre, sind für euch dann die Jungs im Discord da, die quatschen dann, denke ich mal, auch noch eine Runde mit euch, wenn sie dann wach sind. Nice, wir sind dran, ne? Ah, jetzt geht's los, Ladies and Gentlemen. Schönes Viererpack. Nee, ja doch. Nee, Fünferpack sogar. Und hinten dran noch Nord, Junge. Das Ding ist halt, dass Stun, also die 39, der Aston hinter uns, ist sehr, sehr schnell. Also im Qualifying, glaube ich, sogar schneller als wir gefahren. Das heißt, von hinten wird geschoben. Das ist sehr, sehr gut. Es motiviert, denke ich, Xentro noch schneller zu fahren. Das ist schön. Gibt es Foren, die du hier empfehlen könntest, wo man Erfahrungen sammeln könnte? Was für Erfahrungen dein Schwamm? Paddy, ich grüße dich. Moin. Was machst du dir heute zu essen, Pete, eigentlich? Weiß ich noch nicht, das mache ich spontan. Oder war der dritte Lexi Schmexi? Gehen wir mal eine Runde mit ins Auto rein hier. Lassen wir uns mal ein bisschen anbrüllen. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich. Oh shit! Oh shit! Oh 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 oh. Okay, super, alles gut. Alter, der Lexus vorne, der macht richtig Marsch, Junge. Der vor uns. Also der rote. Eieieiei, da sind wir aber auch genau im richtigen Moment ins Auto eingestiegen, um zu gucken. Oder geht er sehr weit raus? Der Mercy Schmercy scheint aber auch irgendwie hintenrum ein bisschen lose zu sein. Nord macht das schon, Leute. Das ist ein gutes Team.
Also das ist, ich bin, wenn ich ein Fan sein müsste von einem Team, dann wäre ich von denen Fan. Oh, was ist da los mit Mercy? Na gut, im Essence kommen wir nicht durch. Also in der Probenkombination jetzt. Da werden wir nicht durchkommen. Ansonsten frag einfach hier, Schwamm. Also hier helfen dir die Leute sehr gerne. Moin, Chakton. Aber Knüvener ist sehr weit hinten heute. Also hinten. Ja, der hatte vorhin Connection-Probleme, Bauli. Scheiße ist halt, dass vorne der Lexus vor dem Mercedes ist und denen halt so viel Windschatten gibt. Da können wir nicht aufschließen. Das ist scheiße. Weil das ist ja die Stärke vom Lexus, die Geraden. Aber der hat scheinbar... Ne, geht noch. Ah, da hat sich Stunt verbremst hin. Der Benz ist, glaube ich, mit das stärkste Auto auf der Strecke hier aktuell. Also, nur mal um eine Perspektive zu zeigen. Also, Platz 2, also in den Top 10, ist dominierend AMG. Also, der AMG ist momentan der stärkste. Der ist, glaube ich, noch nicht ganz so gebalanced. Der kam ja erst vor, glaube ich, einer Woche oder zwei raus. Aber ist nicht so schlimm. Okay. Okay, GT4, let's go. Oh, hat er sehr gut gemacht, GT4. Schönes Ding. Wir fahren übrigens Multiclass, also für die Leute, die eventuell das noch nicht mitbekommen haben. Multiclass, wir fahren GT3 und GT4. Also GT4 sind ein bisschen untermotorisiert, also die sind nicht ganz so schnell. Und haben nicht so viel Zug. Davon sind 13 Autos mit auf der Strecke. Das heißt, wir haben eine Menge Verkehr. Wir werden eine Menge Verkehr haben, also viele Überrundungen. Oh, nee. Okay, sehr gut aufgepasst. Ja, das wird uns jetzt Zeit kosten mit dem Essen hier vor uns, aber ist nicht so schlimm. Die 888 kriegt 15 Sekunden Zeitstrafe. 15 Minuten? Wieso, was da passiert? Steht das dazu? Ja, warte mal. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Verursachte eine schwere Kollision. Oh, schade. Ja, die 888, also das Nummer 13, wie ihr links in der Übersicht seht, das sind Rennfahrer aus dem realen Leben. BMW-Werksfahrer dabei, Lukas Luhr von der Ringpolizei damals, Laura Luft. Da weiß ich nicht, was die fährt. Dann ist noch, Alram ist auch noch mit dabei. Also, die machen quasi gerade mal den Vergleich, ob man das hier mit dem realen Leben vergleichen kann. Oh, das wird bitter jetzt.
Hoffentlich passt er auf, der GT4. Schön genug von Zentrum. Sehr schön. Felaron, das kann sein, dass ihr zwischendurch mal ein ganz, ganz kurzes Lag habt, ja. Weil ich schicke mein Bild über Netzwerk rüber und wenn es laggt, dann synchronisiert er sich nochmal neu, sodass der quasi, das Bild und der Ton identisch sind. Also falls zwischendurch mal so ganz, ganz kleiner Stocker kommt, kann das daran liegen. Wir wechseln uns ab, Devolus, yes. Wir wechseln uns ab. Zentren, der jetzt gerade im Auto drinne sitzt, fährt jetzt die ersten zwei Stunden. Eine halbe Stunde hat er schon runter. Dann wird er wahrscheinlich nach einer Stunde in die Box fahren, nochmal tanken. Wir fahren, mit wie viel Liter fahren wir raus, Piet? 107? Ja, so um den Dreh, ja. Wir fahren mit 107 Liter raus, fahren die leer, fahren in die Box und dann fährt Zentren nochmal raus. Danach fährt unser Teamchef und dann müssen wir mal gucken, wer von uns beiden dann fährt. Also entweder Piet oder ich. Wir fahren 12 Stunden, ja. Also auch reale 12 Stunden fahren wir. Bis heute Nacht um 24 Uhr. Genau. Was bedeuten die rot hinterlegten Startnummern? Das sind GT4-Fahrzeuge. Also die roten mit der blauen Ecke unten drinne, das sind GT4-Fahrzeuge. Und die weißen sind halt GT3. Also wir haben jetzt quasi vorne ein Beamer drinne und der Rest da rundum um den Beamer sind GT3. Und wir werden, glaube ich, ja, wir werden ein bisschen Pech haben jetzt. War sehr gut durchgekommen. Gibt es realistischen Tag-Nachtwechsel? Yes. Also wir fahren ins Dunkle rein heute. Aber nicht hier in dem Moment, nicht jetzt hier, Riffi. Das hat hier in der Wertungsklasse nichts damit zu tun. Hier sind alle weiß. Und es geht ja jetzt um das Beispiel hier und nicht um das Normale. Das wäre ja sonst verwirrend bei der Erklärung. Weil grundsätzlich hast du ja recht, ja. Nee, wir haben richtiges Licht dran, Pelaron. Wir haben richtiges Licht dran. Ah, hier ist halt, also hier ist so das größte Problem mit dem Verkehr. Also wie ihr seht, hier ist halt ein GT4. Okay, dazwischen. Come on, Alter. Wird wahrscheinlich eine Strafe geben. Lass ihn nicht ärgern, fahr einfach erstmal weiter. Ja, mal gucken. Kann auch eine Strafe für den anderen geben, weil er zugemacht hat, ne? Also er hat ja die Linie gewechselt. Müssen wir sehen, werden wir sehen. Was hat er für GT4 gemacht? Er hat die Spur gewechselt. Auffliegen kann ich mich da auch nicht. Was soll ich machen? Vorbei will ich auch. Ja, lass ihn nicht. Fahr einfach. Fahr einfach durch. Nichts passiert. Kann man das Spiel zu zweit zocken, also Splitscreen? Momentan hat Rüstungs Fahrmeldung. Nee, das geht nicht. Rennziel geht nicht. GT4-Fahrzeuge nerven nicht. Sie tragen zur Renndynamik bei.
die dadurch sehr cool wirken. Devolus, ich bin auch schon AC gefahren, vor 2 Wochen 24-Stunden-Rennen, aber präferiere ACC. Ich habe dieses Jahr mit Simracing erst angefangen und am meisten Zeit in ACC gelassen und dadurch bin ich halt auch, naja, sage ich mal, großer Fan davon. Also Pete und Reini, die fahren super, super viel iRacing. Also ich will jetzt nicht sagen, die fahren wegen uns ACC, aber ich glaube, die fahren wegen uns ACC. Weißt du, nee, ja? Ganz so ist es nicht. Ah, ja. Also mir macht ACC auch Spaß, aber meine Hauptsim ist, liegt in iRacing, das stimmt schon. Also ich hatte Pete und Reini im Zentren mal gefragt und ich glaube, seitdem fährt Pete halt auch aktiv Rennen. Also nicht privat, sondern Rennen. Oder? So kann man das sagen. Ja. Und was fahrt ihr in iRacing immer, Pete? GTE, GT3 und ganz viel TCR. Nee, die Fahrperspektive ist nicht vorgeschrieben. Du kannst fahren, wie du willst. Und hier hin und wieder auch mal Exoten wie den Jetta und so. Letzte Woche 24 Stunden. Man muss dazu sagen, dass Pete extrem viel fährt. Also ich sag mal, Pete ist, macht schon eine Transformation zu einem Auto. Ich bin schon ein Auto. Ja. Ja. Ich fahre eigentlich zu viel. Also ab nächstes Jahr wird es ein bisschen, ja, weniger. Was war denn die Frage, Antidot? Pete ist quasi mit seinem Rig verwachsen, das stimmt ja. Ja, definitiv. Oh, ey. Okay, super. Wer kann Teams stellen? Kann sich jeder bei der VCR anmelden? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein? Du musst das Spiel haben und dich anmelden. Das war's. Fertig. Keine Voraussetzung. Minimum sind 2 Leute. Minimum sind 2 Leute. Aber ich glaube, die machen auch Ligen mit Sprintrennen, oder? Da kann man dann auch alleine fahren. Ja, genau. Ja. Da bin ich ja letzte Saison mitgefahren. Ja. Gibt ganz viele solche Communities. Einfach mal googeln. Ja. Lüwener hat aber auch ein bisschen einen unruhigen Arsch, ne? Alter Verwalter, was ist denn da vorne schon wieder los, Junge? Ah ja! Und Maximum? Ich weiß gar nicht, ob es ein Maximum gibt. Ich glaube 4? Ich weiß nicht, ob... Ich glaube für heute 4 Fahrer, ja. Ich glaube 4, ja. Ja. Da habe ich irgendwie gestern gelesen. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ich schon. Was ist eine durchschnittliche Rundenzeit auf Suzuka mit dem Aston Martin? Das kann zwischen unendlich sein und 1,58. Je nachdem, wie schnell du bist.
Kannst du selbst noch Eingaben machen oder wie läuft das mit dem Zuschauen gerade ab? Also ich kann hier alles machen, ja. Also ich kann hier alle Perspektiven ändern, kann mir alles angucken. Fahren kann ich nicht, nee. Also das Auto wird nur übergeben, wenn du... nee, das geht gerade nicht. Das Auto kannst du nur übergeben, wenn Xentren jetzt in seiner Blackbox... wenn Xentren in seiner Blackbox jetzt einen anderen Fahrer auswählen würde... Also sagen wir einfach mal, Xentren macht einen Boxenstopp, dann kannst du in diesen, in deiner Blackbox, so nennt man das, wo man die Sachen einstellt, kannst du sagen, okay, nächster Fahrer wäre Pete Snake. Dann würde quasi das Auto, wenn Xentren in die Box fährt, an Pete übergeben werden und dann hat Pete die Kontrolle über das Auto und Xentren kann nur noch zugucken. Also wir sitzen quasi in der Boxengasse und beobachten ihn sozusagen gerade. Wird die Strecke kühler? Aktuell sind wir bei 23 Grad, du bist mit 21 gestartet. Ne, mit 27, ja, es wird kühler. Wir sind bei 23 aktuell. Ah, David, moin. Hier. Ich habe die letzten Tage Trailbreaken geübt mit meinem linken Fuß. Ah, cool. Weißt du, wie schön ich die erste Kurve nehme? Das fühlt sich so schön an. Dann können wir ja nächstes Mal Porsche fahren. Ja. Du, ich bin für jede Stadtteil bereit, Piet. Da brauchst du wirklich, da musst du wirklich Trailbreaken können. Ich würde mich mal wieder freuen, wenn wir mal wieder iRacen würden. Aber ich hatte einfach überhaupt gar keine Zeit in letzter Zeit mehr. Die blauen Namen. Okay, mach du, Piet. Sind zwei neue Karren, also eigentlich mehrere, aber zwei interessante Karren dazu gekommen. Ja, der BMW habe ich gehört, ne? M4 Weltpremiere, den gibt es noch nicht mal in echt. Und den Lambo Evo. Oh! Ja. Da müssen wir die nächsten Tage mal, wenn ein bisschen mehr Zeit bei mir ist, wieder reinschauen. Ich kann dir, wo kann ich dir in Discord Bilder reinhauen? Oder ich kann sie ja bei uns in unserer Vierergruppe. Ja, du kannst. Zeig ich dir mal die Bilder. Ja. Sieht, boah, kriegst du, ich will nicht drüber reden. Mach weiter. Hast du schon das Beamer-Lenkrad von Fanatec gesehen? Ja, ja. Das ja. Ist lecker Schmecker, Alter. Ja. Das ist ja in dem GT3. Ja, ja, genau. Kommt jetzt demnächst wahrscheinlich. Ich bin übrigens B mittlerweile, ne? Ey, GZ? Ja, ich bin aufgestiegen. Hab's geschafft. Dann können wir mal irgendwie, müssen wir mal gucken, GT3, die VRS Endurance fahren. 3 Stunden sind das. Danke, Pete, dass du das ansprichst. Das wäre die nächste Frage geworden. Ja, na, ich weiß das doch. Darauf war ich ja immer hinaus, also dass man da mal die GT3s fahren kann. Das ist immer am Wochenende, ne? Also die Endurance, die 3 Stunden sind immer am Samstag. Ja. Samstag geil. Oder Sonntag, genau. Ja, dann können wir das machen. Da hätte ich richtig Bock drauf. Trailbreaking bedeutet quasi Bremse schleifen lassen beim Kurveneingang. Das heißt also nicht nur, wenn jetzt, sag ich mal, vor der Kurve, dass du bei 100 bist, volle Rotze reindrückst und dann immer weiter von der Bremse runtergehst, dich reinrollen lässt und währenddessen du reinrollst, immer weniger bremst. Quasi, bis du dann runtergehst und in die Kurve reinrollst. Das ist Trailbreak. Und das ist echt schwer, Leute. Trailbreak ist richtig schwer. Die blauen Namen der Wusa sind Überrundete. Es wird Orange geben. Orange heißen, die sind vor dir. Also die haben dich schon mal überrundet. Weiß heißt Platzierungskampf. Und blau ist hinter uns, also den haben wir schon überrundet.
Danke, Kisser. Ja, dann können wir jetzt am Wochenende auch in iRacing mal Endurance fahren, falls wir mal keine haben, wo wir uns angemeldet haben. Das ist gut. Ja, viel Spaß, Anti, dort mit Trailbreaken üben. Das Auto wird dir mehr wegrutschen, als dir lieb ist. Das ist nicht einfach. Kannst du das mittlerweile, Pete, schon? Ja. Krieg ich hin. Ja gut, du fährst ja auch schon ein bisschen länger. Würdest du Weihnachten Hitman geben? Absolut, Dead Sub. Am 24.12. geht's los. Wie immer. Wie jedes Jahr. Man kann die Uhren erstellen. Also es gibt nur einen einzigen Grund. Sagen wir mal, es gibt zwei Gründe, warum das nicht stattfinden würde. Das wäre irgendwelche Krankheitsfälle in der Familie oder ich habe Kind. Ansonsten gibt es keinen Grund, das nicht zu veranstalten zu Weihnachten. Wo kann ich denn bei dir im Discord bei Racing Bilder reinposten? Na, du kannst mir das doch privat schicken. Achso, kann ich auch, ja, bitte. Ansonsten mach das doch einfach bei Racing in den Schnacken-Chat. Mit welchem Teil fangen wir am 24. an? Hitman Absolution. Wie immer. Ist mir schon schwer genug, überhaupt die eigene Klasse zu überholen, dann noch die GT4 zu haben. Uiuiui. Viel Spaß noch später. Ja, bring mal ein bisschen Leistung bitte jetzt erstmal, ja? Ja. Das kann ja nicht sein, dass du da die ganze Zeit hinter diesen Mercedes hinterher fährst. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschüss. Aus Gründen. Ehrendorf-Kind, Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Wo würde denn auf einmal ein Kind aus dem Himmel fallen? Naja, man weiß ja nie. Keine Ahnung. Wenn die potenten Schwimmer potent sind. Ne? Oder wir adoptieren eins. Möglichkeiten. Nee, ich habe dieses Jahr keine. Was macht ihr da? Ich habe dieses Jahr. Obwohl, doch, ich krieg dieses Jahr Weihnachtsgeschenke. Doch, wir haben. Ich krieg dieses Jahr Weihnachtsgeschenke. Ich glaube, das ist Beauty, wenn man eine Freundin hat. Dann kriegt man doch Weihnachtsgeschenke und eine Schwiegermama. Bei uns ist alles deaktiviert, ja. Monitore? Nee. Nee. Verrückt. Nee. Meine extravaganten Wünsche, die erfüllt mir keiner zu Weihnachten. Die muss ich mir alle mal selber erfüllen. Wobei, doch, ihr erfüllt mir die ja schon all die Jahre. Also am Ende, wenn wir mal ehrlich sind, erfüllt ihr mir ja meine Wünsche quasi. Kommst du in den Stream und der Magga hat das gleiche Outfit an? Ich hab wie immer den Onesie an. Schniebi. Bei Endurance-Rennen, das ist der Glücksbringer. Immer Onesie. Außerdem ist der super bequem. Ja, wir nähern uns so langsam dem Stint-Ende.
würde ich sagen. Das geht 11 Stunden, Zwix. Yes. Glühwein hat schon langsam Schwierigkeiten, auch mit der Reifen, so wie das aussieht. Zentran, fährst du ein Stint? Nee, zwei. Weil du Reini ausgewählt hast. Hab ich nicht, aber okay. Ich war noch nicht mal in der Minute drin. Ich fahr später, Strix. Ich fahre in 3 Stunden ungefähr. Oder, also entweder in 3 Stunden oder in 5 Stunden. Je nachdem, ob Pete vor mir fahren möchte. Aber das entscheiden wir spontan, denke ich. Also ich fahre heute relativ spät. Die schnellen Jungs fahren jetzt vorne weg und holen erstmal die Plätze und dann versuchen wir die zu halten, also Pete und ich. Kann man so sagen, glaube ich, ne? Ja. Du bist gemutet, Pete, übrigens, by the way. Ja. Ich habe nur eben Xentran gesagt. Habe ich gehört. Jetzt bin ich auch. Jetzt bin ich ausgewählt. Ja, jetzt alles klar, jetzt hat das hingekriegt. Jetzt gerade fährt Xentrin, Nico, unser schnellster Fahrer. Der fährt immer unser. Aber ich will definitiv die Reifen wechseln. Der fährt immer unser Qualifying und dann den ersten Stint. Jetzt fährt er einen Doppelstint. Also Stintlänge, ein Stint heißt immer, du bist so lange draußen, bis du wieder in die Box reingehst. Ne? Also das ist ein Stint. Weil das werdet ihr heute noch häufiger hören, denke ich. Also das ist zwischen die Zeit zwischen 2 Boxenstopps oder Start und Boxenstopp. Hier in der VCL ist die Regel 65 Minuten. Also du bist verpflichtet, nach 65 Minuten in die Box zu gehen. Du musst also tanken, logischerweise. Du musst keine Reifen wechseln. Du musst auch keinen Fahrerwechsel machen. Das Einzige, was du musst, ist in die Box reinfahren. Und das ist ein Stint. Und wir fahren jetzt Doppelstints. Also Xentrin fährt einen Doppelstint. Das heißt, er fährt jetzt gleich in die Box rein. Fährt in die Box rein und wird dann tanken, Reifen wechseln und fährt dann wieder raus noch eine Stunde. Danach kommt dann Reini, also Teamchef von Getpol. Auch unfassbar schneller Fahrer. Ist aber, glaube ich, Hauptsim. Ja, Hauptsim ist immer noch auch iRacing. Aber auch, da geht auch einiges. Er hat letztes Mal auf Spa, wir haben 12-Stunden-Rennen Wurst Wars. Das letzte 12-Stunden-Rennen auf Spa, der auch richtig reingekribbelt. Ich hoffe, er wechselt seine Reifen dann. Theoretisch muss dein Auto stehen am Spin. Weil du kommst ja nicht weit, du musst ja tanken. Also, Zentral fährt jetzt 107 Liter raus. Ich glaube, Maxi, was geht bei uns ins Auto, ins Lexus? 140? 120 maximal. 120. Also 120 Liter gehen in ins Auto. Das wäre quasi Quatsch. Oh, da hat er sich durchgewühlt. Der AMG. Oh, der macht zu hier. Der Lümmel. Das sind die blauen Punkte auf der Map. Das müssten überrundete Autos sein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yes, das sind die Autos, die wir überrunden. Müsste sein? Oder sind das GT4? Ne, das sind GT4s. Das sind GT4-Fahrzeuge. Das sind die GT4-Fahrzeuge. Ich muss nachher auf jeden Fall mal kurz runtergehen und mich dann auch noch warm fahren. Weil 4 Stunden einfach in den Bock einsteigen ist nicht so gut. Und das geht? Nicht, dass da irgendwas zerschossen wird? Also theoretisch sollte das gehen, ja. Wir haben das ja letztes Mal, Reini macht das ja auch immer, er geht auch immer runter. Also ja, sonst. Ja, nee, weil du eigentlich immer die Entry-List startest, soweit. Ja. Ich. Das deshalb. Ich weiß es aber. Ich kann mich nochmal erkundigen. Ja. Weil ich kann nicht kalt, also ich kann halt nicht außer Kalten jetzt einfach dann ins Rennen springen. Das wäre ein bisschen blöd. Sonst immer kleiner Tipp, wenn das mal nicht geht, rauszugehen und sich warm zu fahren, immer irgendwie mal so vielleicht eine Viertelstunde in der Fahrerperspektive verbringen.
Oh, das ist ein guter Tipp. Ja. Und dann gewöhnt man gleich sich an die Perspektive, nicht an das, was wir uns jetzt angucken. Ich gucke ja auch von außen. Ja. Bevor ich immer ins Auto gehe, egal welche SIM, fahre ich dann mit dem anderen, mit dem Teamkollegen im Cockpit einfach mit. Oh, das ist ein sehr guter Tipp. Oh oh, oh oh. Oh, Tür, Tür. Hallo, was geht? Klopf, klopf. Kein Safe raus, kein Problem. Ja, ich frag trotzdem lieber nochmal nach, King James. Sicher. Der macht aber, der verteidigt sehr, sehr gut vor uns, der Kraus. Oh. Boah, geht der dafür, will er mich umbringen, oder was? Mike, moin. Ich bin mal kurz AFK. Jo, mach das, Pete. Boah, die Scheiße ist, ich muss dann im Dunkeln fahren heute. Ich fahre im Dunkeln dann. Aber ich bin auch meine schnellste Zeit im Dunkeln und im Kalten gefahren. Also von daher, für mich ist das gut. Ich bin so ein Antifahrer immer. Ich fahre gerne im Regen und im Dunkeln. Komme ich am besten mit klar. Foxback, ich grüße dich. Moin, Sid. Der Lexus fährt sehr gut. Also es ist auch schön zu sehen, dass wir schön zusammenbleiben hier, die vier. Also die beiden Beamer, die beiden Benzer und die beiden Lexus. Das ist schon gut. Aber Xentrum wird wahrscheinlich bald reinfahren, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ob wir den Sprit einsehen können. Nee, können wir leider nicht einsehen. Oh, sehr schön vom GT4 aufgepasst. Sehr gut, sehr gut. Schönes Ding. Ja, das stimmt nicht. Die Anzeige stimmt nicht. Sie ist nicht live. Da steht immer 20 Liter. Wie viel Sprit hast du noch drin, Xentrum? 15 Liter. 50 Liter sind noch drin. Ich muss eh rein, die Runde. Jawohl, alles gut. Ein sehr schöner Stint bis hierhin. Wir haben Multistream, Mike. Also Spotstream ist auch, brauchst keinen Link reinhauen. Yes, Aurinor. Nee, Spotstream, Mike. Unten von Twitch. Einfach auf Spotstream klicken. Dann könnt ihr beide sehen, den kommentierten Stream und diesen Stream. Was brauchtest du, Sorge? Ah, scheiße, der Lexi fährt mit rein, okay. Sehr guter erster Stint, Zentren. Sehr, sehr stark gefahren. Danke. Hast du Reifen und alles eingestellt? Ja, ja, ja. Sprit ein bisschen runtergedreht? Ja. Sehr gut. Dann trink mal einen Schluck. Atme kurz ein bisschen durch.
Was machen die Reifen? Temperatur gut. Okay. Hab 0,2 PSI draufgepackt jetzt mal. Ja. Sollte dann passen. Ja, die Strecke ist ein bisschen kälter geworden. Ich sag mal, ich glaube, du bist davon jetzt noch nicht so hart betroffen. Ja, schauen wir dann. Ja, der nächste Stint wird kälter, denke ich mal. Okay. Gut, geht weiter. Alrighty. Go, go, go. Wo ist eigentlich der BMW? Wir hatten halt 2 Sekunden Schaden wegen dem Einfuhren, ne? 23. Egal. Ja, ist egal, ist nicht schlimm. Fahr einfach weiter. Ist nichts passiert. Ja, wir kommen noch an den Lexus ran. Das ist gut. Zombie ist vor uns. Das geht hier 3, da müssen wir uns noch vorbei. Und dann los, komm. Hey. Mein Hübscher. Stripperst du durch die Bude. Was siehst du jetzt, SEC? Die meisten waren schon drin. Also Kretschmer hinter uns, die 20 muss noch rein. Man kann die gelben Zahlen sehen. Also die gelben Zahlen sind, wie oft sie drin waren. Die 9 Mal, die am Anfang da waren, müssen sie hundertprozentig rein. Also wir haben jetzt 8, der Lexus vor uns 8 auf 16, war noch nicht drin. Also einige waren noch nicht drin, einige waren schon drin. Sandra, ich grüße dich. 9 mit dem Spotstream. Ich wechsle immer zwischen beiden Streams hin und her. Ne, ihr könnt euch auch den Spotstream aufmachen. Dann seht ihr beides. Hier bin ich wieder. Ja, Mensch, Piet. Du. Warum sind wir so weit hinten? Boxenstopp gerade. Ja, aber die anderen müssten doch auch zur gleichen Nein, Zeit. Nein, da sind ganz viele. Nee, vor uns sind ganz viele nicht rein. Alles gut, war alles safe. Wir sind zusammen mit dem anderen Lexus reingefahren. Alles gut, Piet, nichts passiert. Also vor uns sind ganz, ganz viele Leute, die noch nicht drin waren. Ich habe gerade geguckt. Ja, ja, ist ja klar, aber die haben ja auch nur diese 65 oder 64 Minuten. Für euren Support und eure Unterstützung. Vielleicht ist das Zentrum ein bisschen höher reingefahren, weiß ich gerade nicht. Ah, okay, er hatte noch 15 Liter im Tank. Der Loch giftet a Tier 1 Sub Thomas Andra. This is their first gift Sub in the channel. Danke, Lois, dass du Oma Sandra hinzugesteckt hast. Das sind reale 12 Stunden Gift. Yes. 12 Stunden Suzuka von der VCL. Falls ihr Infos braucht, Ausrufezeichen Suzuka. Und hat er auch Reifen gewechselt? Yes. Hat noch die Drücke ein bisschen angepasst. Alles gut. Ja, guck, wir sind wieder auf 8. Alles gut. Das ist Pete, yes. Wir haben noch 11 Stunden Zeit, Strix. Wir brauchen keine Fehler. Das sind 11 Stunden. Das ist noch mehr als genug Zeit. Solange wir fehlerfrei fahren, ist alles in Ordnung. Solange wir fehlerfrei fahren, ist alles gut. Das ist immer die höchste Prämisse bei 12 Stunden oder Endurance. Xandra fährt jetzt noch eine Stunde. Dann fährt Reini Doppelstin. Dann entweder Pete oder ich. Das müssen wir uns noch abkaspern. 2 Stunden. Also wir fahren jetzt alle erstmal jeweils 2 Stunden. Außer irgendeiner, weiß nicht, zieht Nebenluft. Oder ist nicht so gut drauf. Dann nicht.
Also ich bin entweder in 3 Stunden dran oder in 5 Stunden. Oh, sehr schön gefangen von dem Lexus. Sehr, sehr gut. Schade für den Audi. Magst du kurz in die Tabelle gucken, wo der Audi... Centi ist auf 28 aktuell. Das könnt ihr aber auch alles, wenn ihr wollt, unter Ausrufezeichen Suzuka, Leute. Ich zeige euch das mal kurz. Moment. Ihr könnt alle, wenn ihr wollt, unter Ausrufezeichen Suzuka könnt ihr euch diese Übersicht hier aufrufen. Und hier könnt ihr alles sehen, wenn ihr möchtet. Also hier sind alle Autos drin, deren Rundenzeiten. Also hier gibt es genug Informationen, wenn ihr welche sucht. Könnt ihr alles gerne durchschauen im Eifer des Gefechtes. Und der Ausrufezeichen Suzuka kommt ihr dahin. Der Lexus geht auch sehr gut, ja. Das ist Pete und ich fahren den Lexus sehr, sehr gerne. Ist unser Lieblingsauto. Und der ist schon ganz okay. Also das Problem ist mit dem Lexus auf der Strecke, den kannst du nicht so hart über die Curbs treiben. Und der ist nicht ganz so spritzig in den Kurven. Aber ich sag mal so, da Pete und ich das Ding sehr, sehr viel fahren. Und bei Xentren eigentlich scheißegal ist, was der fährt. Und bei bei Reini auch. Bei Pete eigentlich auch. Fahren wir einfach den. Wir machen das immer relativ spontan, welche Autos wir fahren. Und die Axt. Zentren ist heiß heute, du. Ich glaube, wir sind alle relativ heiß heute. Oh, ja, top. Oh, Junge. Top 10. Alles gut gegangen, alles gut. Top 10 würde ich sagen. Pete, was ist deine Prediction? Was würdest du gerne sehen? Top 5. Top 5? Oh, Maga, das ist aber mal eine Ansage. Bist du da sicher? Ja. Okay, gut. Wissen das alle anderen auch? Oh, alter Verwalter. Ja, jetzt wissen sie es. Okay. Here we go! Da hat er ihn klein gemacht, du. Da hat er ihn weich gekocht, da hat er den Peak gemacht. Jetzt guck mal auf die Tafel. Top 5 ist nicht so weit weg, ne? Ja, halt die Schnauze, Junge. Bis ich wieder im Auto sitze, Mann. Immer positiv denken. Ach komm. Nee, hier mache ich mir, also auf Suzuka mache ich mir echt keine Sorgen. Also da muss ich wirklich richtig im Schrank pennen. Ich hab so ein schlechtes Gewissen von letztes Mal noch. Ich habe mich hingesetzt. Ich habe am Donnerstag bin ich 4 Stunden noch nach dem Stream trainieren gewesen. Gestern auch noch mal ein paar Runden.
alles okay, Mann. Ist doch alles okay, Mann. Ich habe auch keine DCs mehr. Gefickt. Fährst du gerade? Wer, ich? Ja. Nee, ich baue am Rick ein bisschen um, so nebenbei. Ach so. Reini noch ein Mittagsschläfchen, oder? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit, was er macht. Vielleicht hat Reini auch einfach keinen Bock auf uns, oder? Er muss noch arbeiten. Ich weiß nicht, wahrscheinlich eher arbeiten. Ja, bestimmt. Hier übrigens, ich habe mal so auch in unserem Vierer-Channel so 1, 2, 3 Bildchen gepostet von den neuen iRacing-Karren. Ja. Sehen lecker aus. Hat Reini übrigens gemacht. Die Liveries. Ich muss mir iRacing erstmal wieder installieren, habe ich gar nicht. Nee, ich habe auch den neuen Rechner. Nee, alles gut. Alles easy. Oha, der sieht aber. Ui, Schmackofatz, Junge. Schmackofatz. Der ist Leckerschmecker. Ja, Pete hört sich jetzt auch endlich mal wach an. Ja, das stimmt. Aber jetzt schraubt er auch schon wieder an seinem Auto. Was machst du gerade? Ach, ich habe mir so ein Stahlgestell geholt mit Kugelgelenken, wo ich meinen Steam Deck dran haben. Ja. Und das ist ganz gut. Das kannst du überall ausrichten. Habe ich jetzt eben mal angebaut und so. Ach so, sehr geil. So, da bin ich wieder. Ja! Ausgeschlafen. Gerade haben wir von dir geredet. Ja, nee, nur E-Mails beantwortet. Wie war die Weißwurst? Na gut. Gut. Hast du noch gearbeitet, oder? Ja, E-Mails habe ich schnell. Ah ja, ist cool. Okay. Ja. Ich bin auf 6 aktuell. Ich hab schon mitbekommen, Boxenstopper hat Xentran Reifen gewechselt oder nicht? Ja, hat er. Ja, hat er. Okay. Ah, okay. Ich glaube, das werden auch alle machen, außer Pete. Ja. Und ich habe eine Ansage gemacht, Reini, fünfter, also P5, ne? Ja, gut, nach vorne kommen jetzt, also. Ja. Und die waren dann beim Boxenstopp ein bisschen verkackt, oder was war da los? Nee, ich glaube, Xenon ist einfach super gut durchgekommen. Schreiben wir uns heute die Reifennummern auf? Nee. Wir gehen einfach alle Reifen nach durch. Na, hoffen wir, dass kein Bug mehr da ist, oder? Was auch immer das war. Oh, wir sind sogar an der 5 schon dran jetzt hier. Und an der 4. Nee, an der 5. An der 4 nicht. Bagger ist ja heute heiß, Junge. Ich glaube, die Vibration auf seinem Telefon, die motivieren ihn irgendwie so ein bisschen. Xentran ist immer heiß. Dom ist ja Frankfurter Nähe, dort wohnt er ja auch immer 10 Grad heißer. Thank you.
Zettel nicht für ein Kind von mir. Ich würde generell, glaube ich, ein Get-Pol-Baby machen. Was? Ja, mit allen Fähigkeiten von uns. Reini seine Konstanz. Zentren seine Schnelligkeit. Piet sein dummes Gelaber. Und mein Gesicht. Dann hätten wir den perfekten Simracer. Wir brauchen noch ein Weißwurst-Emote. Theoretisch müsste ja Xentrim bräuchte ja auch noch ein eigenes Emote. Aber das Salami, das Pete-Salami-Emote wird ja kaum noch benutzt. Pete macht ja auch keine Daily Quest mehr. Der forciert das ja gar nicht. Wann habt ihr das letzte Mal von Pete gehört, dass er eine Daily Quest gemacht hat? Ich glaube, der ist mittlerweile wirklich schon komplett blind. Dann macht der Ruck davon einen Platz hier. Da, siehst du? Ja, weil ich das gesagt habe, ja. Also, ja. Ich guck mal, wo fährt denn der Ruck? Welche Nummer haben die denn? 69. Ist das gewollt, dass Chatterino Sound macht? Nee, eigentlich nicht, aber ich war jetzt noch nicht so erpicht darauf, das zu ändern. Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, tschubi. Sock 3 giftet A-Tier 1 sub to Drifty 23. They have given 446 Gift Subs in the channel. Das Wetter ist... Ich weiß gar nicht, ob das Echtzeit ist. Ich weiß, dass Snaden, also der sich immer um die Server kümmert, da sehr viel... Okay. Was sind die Ärgern? Fall war weiter. Alles gut. Es sind 10 Stunden, 40 Minuten. Alles gut. Nichts passiert. Auto ist noch heil. Ja, ist halt Verkehr, ne? Kann man nichts machen, das ist fies. Aber ich mach mal kurz den Sound aus hier. Wo ist es denn? Wo konnte man das denn ausmachen? Ja. Oh, okay. Da Startziel da rechts. Wenn der jetzt gegen etwas ist aus. Gut. Die roten Markierungen bedeuten, dass das GT4-Fahrzeuge sind. Wir fahren Multiclass, GT4 und GT3. Und GT4 ist rot. Mit blauer Ecke. Hat aber in der normalen Wertung eine andere Bedeutung. Aber ich denke mal, das spielt jetzt für diesen Fall keine Rolle, außer es möchte jemand wissen.
Oh, don't do it. Okay. Also rot, normalerweise sind TGT-Klassen unterteilt in Pro, Silver und AM Amateur. Amateur ist rot, Silver ist Silver und dann gibt es Pro, Pro ist weiß. Pro AM gibt es nur, glaube ich. Genau, Pro AM ist schwarz. Das wäre dann normal die Unterteilung. Jetzt gerade nicht zu sehen, nee. Das spielt auch hier jetzt, deswegen habe ich das extra gesagt, das spielt jetzt für das Rennen hier keine Rolle. Das ist irrelevant, weil hier gibt es nur entweder GT3 oder GT4. Habe ich ein DC? Hat Zentren DC? Ist der Server weg? Nee. Bei mir ist alles nur da. Mama, was machen die denn alle, Mann? Dann hast du ein DC. Oh nein. Ich habe einen DC, ja. Ja. Ja, hier ist alles nur normal. Wollen wir Reports schreiben? Ja, für den kleinen Stupser meinst du jetzt von GT4 oder was? Nee, auch von eben, von dem GT3 hinter ihm. Go, go, go. Den auch einmal ange. Ich weiß es mit mir, egal, solange Centaur nichts sagt. Das ist äußerst unangenehm, DDC. Ja. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Wenn das beim Rennen passiert, ist das scheiße, ja. Wird schon passen, kann man nichts machen. Also ich wüsste super gerne, was Kunos da macht, warum das passiert. Ich weiß es halt einfach gar nicht. Also seitdem ich einen neuen Rechner habe, reicht neu installieren auf jeden Fall nicht mehr. Früher hat es mal gereicht, jetzt reicht es nicht mehr. Bruno, ich hatte einen Disconnect. Ich habe komischerweise nur ein Assetto Corsa ständig Disconnect vom Game. Warum auch immer, weiß ich nicht. Ich habe leider auch diesbezüglich noch keine Dings gefunden. Keine Lösung. Das Internet ist da auch nicht so gnädig. Ja, mache ich auch, Drifty. Also ich werde auf jeden Fall nochmal reconnecten. Ich habe so Angst bei dem Hintergrund, ne? Hey Gizmo, moinsen. Mir geht's gut. Der nimmt, was er bekommt. Bumbo. Hm.
Meinst du auf dem PC in der Netzwerkkarte, Damn? Da habe ich IPv6 an. Ja. Was hast du als Schutz? Mein Kopf? Mein Hirn? Baron Darkstar? Und mein Router? War bei mir auch laufend Disconnect? Meinst du mit deiner Windows Firewall oder was? Mhm. Nee, ich habe kein, also ich habe alles Standard. Ich habe Virenschutz Standard von Windows und auch Standard Firewall. Hat er immer. Oh, okay, damn, danke schön. Dann mache ich das fix mal. Danke für den Tipp. Guck fix mal rein, weil das ist definitiv aktiviert. Das kann ich auf jeden Fall mal testen. Der IPv6 war an. Ich mache das jetzt einfach mal aus. Also, du meinst einfach nur das Protokoll wegmachen, ja? Das kann ich ja ausprobieren. Habe ich gemacht. Muss ich denn nochmal meine Netzwerkverbindung neu starten? Nee. Nee, muss ich nicht, ne? Na, gut, die Frage, ich glaube nicht. Ah, okay. Ja, habe ich mal ausgemacht, Leute. Danke. Probiere ich aus. Habe ich gemacht, danke. Okay, super. Reg dich nicht auf, Zedrin. Okay, sehr gut. Ich würde einfach mal IP-Config Release und Renew machen, aber dann macht er das wahrscheinlich bei beiden Netzwerkkarten, oder, Kosteva? 12 Stunden, Fischl. Wir sind jetzt noch 10 Stunden und 30 Minuten unterwegs. Ja, das kann ich nicht machen, Koseba. Ich kann höchstens die Netzwerkverbindung deaktivieren und neu anmachen. Weil sonst haben wir nämlich drüben kein Bild mehr. Listen, point. Wie realistisch ist das Schadensmodell eigentlich? Kann das passieren, dass man nach einem Crash nicht mehr weiterfahren kann? Ja, absolut. Ist möglich. Die kann auch der Motor hops gehen, die können Reifen platzen, deine Bremse kann nicht mehr richtig funktionieren, deine Bremsscheiben sind, können für den Arsch sein, also hier ist alles drin. Das passiert mir zum Beispiel sehr oft, also ich hatte im letzten 12-Stunden-Rennen, hatte ich irgendwie, glaube ich, Schmutz auf der Bremsscheibe oder irgend so ein Shit und dann fängt dein Auto an, richtig auszurasten beim Bremsen. Das bremst sich dann zwar wieder ein und geht weg, aber also das geht definitiv auch und ist auch da. Was ist eigentlich beim Totalschaden? Ganze Team dann raus? Yes. Dann müssen wir raus.
Glückshus, Dankeschön für 42 Monate und willkommen zurück, Maja. Zeig mal. Nee. Ich hoffe auch, dass ich keinen Crash habe heute. Das würde mich sehr freuen. Ah, guck mal hier, Stulsen. Stulsen. Zentren wieder gewohnt sehr stark unterwegs. Zentren ist richtig stark unterwegs heute, ja. Er ist motiviert durchs Handy vibrieren. Stulsen ist 28, der jetzt gerade hinter uns ist, der Audi M. Schmidt. Das ist sein Teamkollege. Smaxi ist das. Soll das keine Dauerlösung sein, Baron IPv6 auszumachen? Ist das nur mein Racing-Rechner? Das ist scheißegal. Bei allen anderen Rechnern ist das ja an. Mir geht es ja nur darum, dass ich hier keinen Disconnect habe. Wegen der Sicherheit? Hier ist genug Sicherheit. Also der ist nur zum Racen da, Baron. Ich mache auf diesem... Also dieser Rechner hier, was du siehst, der ist nur zum Fahren da. Ich browse hier nicht im Internet, ich mache hier nichts. Der dient nur zum Fahren. Das ist quasi mein Auto. Was anderes, eine andere Aufgabe hat er wirklich nicht. Hier sind auch nur Racing Games drauf, Steam, und das fällt ja frei an. Auf mit Lenkrad, ja. Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss aus, Peace, Schubi. Sog 3 giftet A Tier 1 Sub to Dam NHH. Nö, Kass. Given 447 Gift Subs in the Channel. Oh, Tokyo Drift, Baby! Oha! Richtig nice, Junge. Danke, Socke. Der Lexus ist wirklich der VOO. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Zentren. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Okay, sehr gut. Oh, ja, die zwei haben Spaß. Ja, und das Knüvener wird sich wahrscheinlich auch noch. Ach nee, die haben gewechselt. Linke sitzt jetzt drin. Oh, oh, nee, 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 nee. Nee. Okay, sehr gut. Aber das Gute ist, der GT4 macht uns wieder Platz nach hinten. Neuse, neuse. Nee, ich glaube, ich habe meine Instagram-Story gemacht heute. Ich habe vorhin alles. Na los, Herr Puh. Ich habe heute alles gemacht. Also ich habe alle Instagram-Stories. Ja, Instagram-Story ich gemacht. Oh!
Eieiei, hier geht's wild zur Sache. Ja. Ich muss gar nicht mal mein Frühstück holen. Und ich muss auf Klo. Mit Onesie auf Klo gehen ist übrigens richtig doof. Muss man aufpassen. Ja. Wenn man eine GT4 versteckt. Ich schau gerade aus dem Cockpit, da hat man den nicht gesehen. MD Dedicay. Ich benutze ausschließlich 3200er RAM. Also da, der läuft bei mir am stabilsten. Ich musste damals mit dem 3900X auch meinen RAM auf 2933 stellen, damit mir das System nicht immer wegfliegt im XMP-Profil. Also ich habe noch nie, ich persönlich, ohne großartig tweaken im BIOS, habe ich noch nie RAM mit dem XMP-Profil auf 3600 aufwärts gekriegt. Noch nie. Also stabil. Ja, 5000er geht es ohne Probleme. Mit 3000er im gleichen RAM und alles hat es nicht funktioniert. Also jetzt, was ich vor kurzem gemacht habe, also im neuen gibt es keine Probleme mehr. Also wie gesagt, MD, mein RAM lief auf 2933 beim 3900X und der lief einwandfrei. Ist natürlich ein bisschen doof, aber also ich persönlich habe selber immer 3200er gekauft. Benutze ich heute immer noch. Reicht ja völlig aus. Meine 3200er auf 3800er Ballistics hoch mit 0,2 Volt Erhöhung. Super. Aber 5000 Ryzen halt. Und geht's nur kurz Pipi Box? Ja, ich muss auch gleich nochmal auf die Pipi Box. Aber ich muss nicht pipi. Ja, der Lexus vor uns ist wirklich sehr, sehr stark. Ich muss kacken. Aber volle Granate. Mein nicht vorhandenes Frühstück kommt durch. Schon wieder? Ich war heute noch gar nicht. Was soll das werden? Und schon mir mal einen Kaffee. Lecker, lecker Filterkaffee. So schön aus dem Off. Ich hol mir mal einen Kaffee. Was ist mit dir heute eigentlich hier? Du bist doch erst aufgesprungen. Ach so, ja, das war was anderes. Ich habe vorhin aus Versehen mein VOD-Backup hat bei YouTube live gestreamt. Das heißt, ich hatte einen Dual-Stream an und das war nicht cool. Da musste ich aufspringen und das mal schnell beheben. Hier, präsentiere dich mal dem Internet. Meine Miezekatze. Guck mal hier. Okay. Okay.
Hm? Ja, ich dich auch. Ich dich auch. Ich dich auch. Zu hoch? Ey, du knabberst da jetzt. Nee, du knabberst da oben nicht an dem Klettverschluss rum. Ah, hier ist der Beamer. Na, komm runter. Da ist der Beamer. Von Herrn Lur. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Habe ich gerade Frau Lur gesagt? Ich meinte Herr Lur, sorry. War gerade verwirrt. Wir werden gleich Fahrerwechsel haben. Kann er mich nicht einfach vorbeilassen? Na klar macht er das. Das weiß ich nicht, Goti. Ich weiß nicht, wer streamt. Ich weiß nur, dass die VTL auch einen Stream anhat. Wieder da bist, dann kann ich jetzt endlich in Ruhe mal auf Toilette gehen und mein Frühstück holen. Ach so, kacken oder wie? Ja, ich muss richtig kacken. Dann seh zu. Ja. Nicht, dass du dein Stint noch verpasst, ne? Magal, der ist in 3 Stunden. Wow, ey. hallo Drifty, alias Inkmaster. Ja, bist du fit, Reini? Wir können dann langsam schon mal alles einstellen, gell? Ja, mal steigen das nächste sein. Kommt auf, wo wir fliegen, ja. Und der Feier ist ja auch da. Du musst noch Feier. Ja, nochmal kurz. Möchtest du dann als nächstes fahren, oder wie? Ja, ich steige ein. Dann mache ich dann gleich. Nee, Kaffee und Salami passt auch nicht. Kaffee und Salami. Ja, das geht mir da. So schlimmer wie Nutella und Salami. Noch nie probiert, aber hört sich an, Bruder. Es gibt bestimmt Leute, die essen sowas.
So, Drücke müssten stimmen. Also bei Dizzy ja auch demnächst wieder, wenn er wiederkommt. Aber ich meine jetzt für das Fahrzeug. Ja. Wie ist das dann? Sind die letzten Drücke noch drin oder ist das vom Setup immer wieder neu? Ich hab keinen Plan, ey. Okay. Ich glaube die vom Setup. Okay. Ich denk mal, das hat Xentran alles gemacht, sonst frag ihn nochmal, oder? Ja, er spielt schon ein. Müssen wir dann. Irgendwie, keine Ahnung. Hier hast du ja auch nicht so viel Zeit zum Einstellen, ne? Nee. Die lange Gerade hinten. Aber wenn es kalt wird, ich weiß nicht, was wir vorbereitet haben für das Setup, dann müssen wir dann richtig hoch drehen. Ja. Oder er hat jetzt halt runter gedreht, das kann natürlich auch sein. Ich will ihn da jetzt nicht zu stark voll labern. Nee, gerade in den S's. Schwierig. Ja. Das ist halt, weil man halt als Teamkollege nicht eingreifen kann in die Einstellungen. Ja, schade. Vor allem hier ist das jetzt schon ein Problem. Ja. Du bist hart im Verkehr, Suzuka viele Kurven. Alter, ich hab gedacht. Da ist mir kurz mal hier doppelt die Katze gekommen, aufpassen. Ja, hallo Killer. Drecksack. Bin gerade durch den Tunnel gefahren und hab laut gedacht. Und hi Kadi. So, wie lange hatten der Xentran noch? Ich sehe das halt. 3 Minuten auf jeden Fall. Ja. Ja, verliert halt sicher schon so 6-7 Sekunden verloren hinter ihm. Ja. Wenn er dann wegfahren könnte, also jetzt, kann man halt schlecht sagen, gell? Vielleicht sind sie auch recht gleich schnell. Können wir nicht jammern, die 6. Rick Dicke. Ja, danke, Kati. Aber ich hoffe, du hast keine Milch reingemacht. Ich trinke Kaffee schwarz. Wird es wärmer? Ah, 24 Grad haben wir aktuell. Wie die ganze Zeit schon. Und es wird ja jetzt Nachmittag, also es wird sicher noch ein bisschen wärmer jetzt dann. Dann mache ich den 0,1 eigentlich wieder runter von der PSI, weil mit vollem Gang bist du genau bei 28. Würdest du dann ungefähr bei 27,9, denke ich mal. Okay. Mit leerem Gang bist du dann leider bei 27,3, das variiert halt ganz schön stark. Alles cool. Versucht ihr das mit den Drücke vielleicht dann zu merken und vielleicht aufzuschreiben? Mach ich schon gleich, ja. Hallo Camaro. Ja. Oh, auf Track. Nee. Wie lange kannst du noch fahren? 15 Minuten. Alles klar. Wahrscheinlich ungefähr 14, 13 Minuten dazu. Okay. So, da bin ich wieder.
Baby. Was passiert? Nö, ne? Nö. Okay. Ich hab grad noch ein Käffchen gemacht für meine Freundin. Ich bin den Boxenstopp vorbereitet jetzt nur. Bitte? Boxenstopp haben wir jetzt nur die Sachen gemacht. Mal schauen, dass es dann die Rücke vielleicht aufschreibt. Taku, das war ja letztes Mal ein Bug. Sorry, Dizzy. Alles gut. Das war ja letztes Mal ein Bug, dass Reini da mit alten Reifen raus ist. Da konnte er ja nichts für. Die waren ja bei ihm weiß markiert. Ja, aber extra nochmal alles durchgeschalten. Ja. Da kann man halt nichts machen. Da ist man angewiesen auf das Spiel. Und wenn das so anzeigt, dann guten Appetit, Dizzy. Danke. Dann ist das halt so. Und da wurden wir halt ein bisschen in den Popo gepiept. Pete, sprech's ruhig aus. Wir wurden einfach richtig hart gefickt. Ja, ich wollte es doch nicht sagen, Mann. Ich sag das doch jetzt einfach mit deiner Hamburger Kotterschnauze. Der Stream ist ab 18, da darf man das auch sagen. Okay. So. Reini und wir anderen konnten halt eine Woche nicht mehr sitzen. Also ich habe wunderbar geschlafen an dem Tag. Ja, aber wahrscheinlich auf dem Bauch. Das ist ja ein anderes Blatt Papier. Okay. Das ist übrigens Milchreis, Leute. Ich habe heute Morgen Milchreis gekocht. Oder sagen wir mal gemacht. Carinado, moinsen. Ob Zentren sich nachher freut, wenn er feststellt, dass sein Rig voll ist? Ist das Low-Carb-Milchreis? Bagger, ich hab ohne Scheiß, ich habe im Dezember aufgegeben, Low-Carb zu essen. Das geht nicht. Oma, 2 Kilo Plätzchen. Schwiegermutter, Stollen, den ganzen Shit kriegst du hier nach Hause. Ich hab's aufgegeben. Ich hab's einfach aufgegeben. Also für Dezember. Ich versuche so viel wie möglich, aber erstmal. Wie? Und tschüss. Wollte zu viel. War das jetzt im Zentrum, ja? Ja. War zu aggressiv. Hab's nur im Augenwinkel gesehen. Das gibt eine Strafe. Denke ich auch. Bei 100 Kilo war das, ja. Mit dem Klima irgendwie Vögelstein oder so? Endet. Wer ist denn der Fahrer gewesen vom Lexus? Dümmel, die 23. Ob ich da jetzt mal in den Channel reingehen darf, und ohne dass sie mir das übel nehmen? Ah, schwierig. Ja, ich versuche mal zu gucken im Teamspeak. Wo ist meine Maus jetzt? Ach, das ärgert mich jetzt. Fuck. Hä, wo ist denn meine Maus? Ach, meine Maus. Fahr weiter. Ach so. Alles gut. Ach, danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Wie lange hast du noch so? In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schon. Ja. Die Zemo, die Zema. Au. Ich hab natürlich... Gut, die werden mir jetzt im Discord dann langsam muten. Ja, mach das. Ja. Dann bis später. Bis später. Bis später. 11 Minuten, ey. So. Ich bin jetzt ready. Okay. Ja, Reini ist halt richtiger Prepper, weißt du? Reini hat sich schön gepreppt. Weißwurst. 11 Minuten? Was macht er denn jetzt noch 11 Minuten? Na, Weißwurst-Doping und so. Zürzeln. Zürzeln.
So, jetzt aber. Oh Gott, wo ist denn dieses Team? Welche Nummer ist denn das gewesen? Die 23. Ist das hier sortiert? 23 hier, Thomas Kübel. Okay, ich habe dem, habe einen der Mitfahrer jetzt geschrieben. Also vermutlich nächste Runde komme ich lang. Alles klar. Ansonsten fahre ich noch eine weitere, denke ich. Na guck. Ja, ich sag dir mal Bescheid. Ja, wäre vielleicht sinnvoll, wenn es die zwei hier ist. Burkhalter, Dankeschön für 12. Ah, dafür werden wir auf jeden Fall eine Strafe kriegen. Ich würde auch eine Strafe geben. Sorry. Alles gut. Ziemlich sicher. Kommt auf. Ah, müssen wir halt rausfahren, die Strafe, ne? Hilft alles nichts. Ja, aber also dem Lexus geht es noch gut. Das ist das Wichtigste, dass der nicht komplett weggenagelt wurde. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Müssen wir nicht drüber reden. Aber er ist halt nicht komplett weg und das ist gut. Habt ihr da schon jemanden erreicht vom Team? Ich habe das schon durchgegeben, ja. Okay. Ja, das ärgert mich echt jetzt. Alles gut, lass dich nicht ärgern. Was passiert? Das Rennsport. Wir haben gerade Kontakt gehabt mit dem Lexus, der vor uns war, Jax. Wir haben den aus Versehen rausgeschoben. Dafür? Nö, der hätte ja mal lupfen können, ne? Also manche, da frage ich echt, ob die... Ich bin mal leid. Fahr einfach mal rein. Entspann dich, alles gut. Nichts passiert. Was war das? Weiß ich nicht. Alles gut, Leute. Denkt immer dran, wir sind nicht Rennleitung, wir beurteilen das nicht. Wir fahren so. Und so. Möglichst doch noch eine Runde danach. Alles klar. Gleiche Fehler gemacht wie immer im Crash. Wollen wir nicht lieber reinholen? Eine Varone fährt so lang wie er kann. Ja, aber er. Ja, aber er fährt gerade weird. Also, per Bremser schieben. Ja, das mit dem GT4, da kann er nichts für eben. Da hat er überhaupt nichts dran schuld. Oh. Ich vertraue dir mit deiner Erfahrung. Ich hätte jetzt gesagt, komm rein. Ich muss das ganz kurz mal erwähnen. Wir müssen ja auch auf die GT4s warten in einigen Sektoren. Da müssen wir auch abbremsen oder lupfen. Und wenn wir neben denen sind, dann müssen die halt auch mal vom Gas gehen. Sonst passt das mit ihrer Linie nicht. Ist ja ganz normal. Ja, ja, das meinte ich jetzt gar nicht. Wir achten auf die und die achten auf uns. Mir ging es eher darum, dass er sich verbremst hat.
und wahrscheinlich ja, im Kopf ja, gerade ja. bei den beiden Unfällen ist. Das meinte ich. Mann, ey! So, ich glaube, diese Runde kommt er rein. Ja, ja. Piet, willst du den nächsten Stint fahren? Nach, kann ich machen, nach Rhein? Ja, 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 ja. Also mach ich. Okay, dann nimmst du den. Ich bin heiß heute, Piet. Ich habe richtig Bock auf uns und auf das Rennen. Ja, ich habe immer Bock auf Endurance. Geht richtig immer ab. Du hast vergessen, mit uns zu sagen. Ja, natürlich mit uns. Mit wem denn sonst? Seitdem Imola-Vorfall magst du. Das ist einfach anders geworden, unser Verhältnis. Wir müssen das wieder aufpushen. Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Wir müssen da mal, wir müssen an unserer Beziehung arbeiten. Du sprichst die ganze Zeit von Imola. Mir ist das unangenehm. Ich hab das doch gar nicht. Mir ist das richtig unangenehm. Ja, ich red doch gar nicht mehr darüber. Ist doch alles schon Geschichte. Oh Mann, Piet, ey. Piet hat sich verändert. Sonst hol dir den DeLorean und dann reden wir nochmal darüber, wenn du in die Vergangenheit reist. Piet hat sich verändert seit Imola. Ja, alle sagen das. Ja, du, Alter. Kriegst du richtig, ey. Stimmt von. Aber. Danke. Ja, bist du ein bisschen jetzt. Gut aufgeholt, ja. Kannst du die dann noch schauen. Ah, kann nee, bin ich nicht mehr. Weil ich habe keine 3K mehr in iRacing. Oh, was? Ja. Okay. Warum bist du denn jetzt so ein Noob? Ja, ich weiß es nicht. Wollte ich mal zwischendurch mal wieder. 15 ist runter, ja. So, jetzt bin ich mal auf Xentren seine Dings gespannt. Der drin, sollte auf jeden Fall reichen. Am Ende so 10 Liter übrig oder so. Falls du halt wegen Windschatten, habe ich noch ein bisschen mehr drauf gelassen da. Ich weiß nicht, wie oft du Windschatten fährst oder so. Okay, ja, okay. Dann lass mal das bei die 109, 110 Liter. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Have fun, good luck. Danke. Hola. Hola! Schick von Dieten! Ja, danke. Kurz mal die 3 gesehen. 3 ist? Okay. Ja, ja, du warst okay, da, als du reingekommen bist, auf 3. Ja, nice. Ja, das ärgert mich jetzt da, die letzten 3-4 Runden da, wo ich schon abgeschoben habe, bis zu 8 waren. Ja, gut, kannst du nichts machen, ist so, passiert. Ich mal anstellen, ja, Entschuldigung. Ja, hab ich schon gemacht. Ja, trotzdem nochmal. Ja, ja. Hast du dein Handy schon umgedreht? Noch nett. Nicht? Ich hab mir erstmal meine Parfümflasche zerstört. Was hast du gemacht? Meine Parfümflasche zerstört eben beim Crash. Ach so. Hä? Runtergefallen, vom Tisch runter. Na, wenigstens riecht dein Zimmer gut jetzt. Aber schön, dass du dich neben dem Rennen her so ein bisschen einparfümierst. Ja, gut zu wissen. Ja, es muss ja gut riechen hier drin, ne? Man schießt ja auch und so. Ach Gott, ach Gott. Ja, aber im Allen war doch ganz okay. War gut, das Stint, war gut. Das war schwierig. Mit dem GT4 und so. Ja, ja. Jetzt kommt Reini erstmal, die alte Rennsau. Ja, muss auch erstmal reinkommen. Jetzt ist am Anfang ein bisschen tricky. Ja, voll Dank. Gucken hier, warte mal. Das war der Lexus, ne, der vor uns den Stecker gehauen hat, ne? Ja, ja, genau. Ja, die 23, der Dümmel. Da war auch Kraus und so, glaube ich, drauf, ne? Genau, das ist 23. Dann schreibe ich den gerade beim Discord an. Wir haben uns heute auch unterhalten, kurz, über Discord. Oh! Wir sind gewünscht und wir haben auch geschrieben, wir werden uns bestimmt auf dem Schreck gesehen. Ja, unter Umständen. Oh, oh. Scheiße. They have given 448 Gift-Subs in the channel.
Sorge, danke, dass du Asphaltfieber hinzugesteckt hast. Und Asphaltfieber, willkommen und viel Spaß. Danke für den ganzen Support heute, Leute. Vielen Dank. Spatio, danke. Sieg unterstrich Demon Gifted AT19-S-R-I-X-90. Wir waren da noch drauf und schreibst du mal. Schimmel, den hast du ja weggebeamt. Ich bin schon mal bei dem Discord, ja. Okay, es sind Strafen ausgesprochen worden, aber unsere Nummer ist nicht dabei. Noch nicht. Vielleicht kommen wir ja gut weg. Ja, wir sind, vielleicht haben wir Glück. Wir sind ja auch immer die, die niemanden reporten, wenn es nicht wirklich super gravierend ist. Vielleicht haben wir ja auch mal Glück. Ja, aber ich sag mal, wir sind echt auch nachsichtig, also wirklich. Also, wir geben da echt ganz schön halb nach, ne? Na und? Ja, okay. Wir müssen mal hätte wir auch schon mal, ja. Sein, ja. Denkt immer daran, Leute, wie es in den Wald ruft, so schallt es doch wieder hinaus, ne? Natürlich, wenn du die gleiche Person triffst damit, ne? Aber... Ich finde den gar nicht. Ist der im Discord drin? Wer? Der eine, der eben gefahren ist. Der Tümmel? Wenn dann TS. Geht doch um TS. Der ist ein TS. Aber geht da jetzt nicht in den Channel? Nein. Ich will anbiefern. Ich glaube, das geht nicht, wenn die in so einem Channel sind. Habe ich auch gemacht. Okay. Da sind wir wieder Top 10. Bagger, das ist echt Leistungsdruck heute. Welche Nummer hatten wir nochmal? 23. Boxenstopps, die absolviert wurden. ES gibt's auf jeden Fall, Dr. Deihan. Wir hatten Boxenstopp gerade. Lil. Noko. Noko. Also, Hitman gibt es auf jeden Fall im Anzug, wie jedes Jahr. Heute Nacht, oh moin. Sog 3 gifted A-Tier 1 Sub to Lil Knuke. They have given 449 Gift Subs in the Channel. Dankeschön, Rock. Vielen Dank und moin. Dass wir die überrunden gerade. Moinsen, Magger. Sog 3 gifted A-Tier 1 Subtubulsenator unterstrich RD. They have given 450 Gift Subs in the Channel. Ich fahr zwei Stints heute. Ein 2-Stunden-Stint und ein 1-Stunden-Stint. Je nachdem, wie die 2 Stunden... Wenn ich natürlich Kack-Stints fahre, aber geplant sind zwei Stints. Eine Stunde und 2 Stunden. Nacht ist für mich besser als heute lieber. Ich fahr lieber nachts. Wer fährt den letzten Stint? Wahrscheinlich wieder entweder Reini oder Zentren. Okay, also die werden uns reporten, haben die gerade geschrieben. Ja, ist ja richtig so. Ja. Ist ja auch richtig so. Da kann man ihnen keinen Vorwurf machen. Socke, danke, dass du Bolsonaro einen zugesteckt hast.
Akzent drin? Ja, ja. Hast du dein Telefon schon mal umgedreht? Nee, aber mach ich jetzt mal. okay. Ja, ihr seid doch verrückt, Männer. Eieieiei. Vielen Dank an alle. Mach mal kurz einen Warenkorb auf, bitte. Jo, Moment. Mach mal kurz einen Warenkorb auf und guck mal, ob noch was fehlt. Was für ein Teil packe ich mir da überhaupt rein? Ja, du könntest jetzt bei Simlab gucken, ob du dir da eins holst, oder du guckst, ob du bei Motedes dir dieses S-Stream da holst, wenn es auf Lager ist. Ich weiß ja nicht, ob es auf Lager ist. Also ich habe auch noch eine Idee wegen Aluprofilen. Ich habe mir ja selber eins zusammengestellt, ausgerechnet zusammengestellt, bei Motedes zurechtsägen lassen und... Ja gut, bis wir das aber jetzt alles zusammengefegt haben und sowas, dann... Ich habe noch meinen Warenkorb, ja. Muss sein, also, ich habe halt geguckt, bei dem S-Stream ist halt 1,30 Meter, ne? Die Länge. Das wäre halt noch im Rahmen. Naja, dann. Ich weiß halt nicht, wie lang dein Song geworden ist. Meins? 1,20. 1,20 sogar, okay. Ja. Also von der Länge her, ne? Ja, ja, gut. Das, aber die Länge, das ist, spielt keine Rolle. Die kannst du ja, da machst du 10, 20 Zentimeter drauf. Oder weniger, je nachdem, was du brauchst. Ja, nee, ich muss halt gucken, wo ich das hinstelle, ne? Das ist auch noch so ein Ding. Ja, ich muss ja, umräumen ja. Erstmal und dann vom Platz her. Und ja, denk an so, es gibt so Gummi- bzw. Kunststofffüße, die sind nur so 2 cm hoch und damit kannst du aber das Rig dann besser schieben, wenn du das verschieben musst. Verstehst, was ich meine? Ja, ja, okay, okay. Die gibt's dort, glaube ich, auch. Weil falls du das verschieben musst, ist es halt besser, sonst liegt das halt komplett auf dem Rahmen, den du hast, auf und dann ist das schlechter zu verschieben. Du musst aber wegen der Sitzposition immer, das musst du halt ausmessen. 2 cm ist eh nicht verschieben. Woanders dahin kann ich es gar nicht packen. So, okay, würde okay, dann okay. Eh nur an einer Stelle stehen. Ja, okay. Was hast du denn für einen Boden? Teppich oder? Nee, ich habe so einen PVC-Boden hier drin. Ja, das heißt, dann denk trotzdem an die Füße, weil die krallen sich dann besser rein. Also, ja, ich weiß ja nicht, wie du da rumspringst in deinem Rig. Das weiß ich nicht. Boah, wenn nicht, holst du dir so eine Anti-Rutschmatte für die Schuhe. Ja, genau. So kann man das dann immer noch nachholen, wenn es nicht klappt. Ja, genau. Also ich packe jetzt erstmal das Rig da rein. Ich will nur wissen, wie viel da noch fehlt. So, gut, dann brauche ich noch eine Monitorhalterung. Hol dir aber eine einzelne, die nicht am Rig drin ist. Ja, 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 die halt Standfuß hat, ne? Ja. Richtig. Sonst wackelt das ganze Ding immer hin und her. Genau. Falls du doch mal upgradest auf was Fettes oder so, Ich glaube, das wird reichen. Also beim besten Willen. Ja. Nein, ich meine jetzt, ich meine Lenkrad, Wheelbase oder so. Mhm. Dann ist halt am Rig selber so ein Monitor nur gewackelt. Jetzt ist die Frage. Ein Triple-Screen-Stand direkt, oder? Ja. Mach, dann aktuell hast du's. Hätte ich nur einen Monitor zu finden. Ja, mach, dann hast du es gleich da. Richtig. Aber der ist wesentlich teurer. Über 100 Euro mehr. Wie viel fehlt denn noch? Okay. Na, da gibt man ihm den kleinen Finger, ne? Zack, ist der ganze Arm weg. Die Jugend von heute. So. Brauche ich noch irgendwas? Ich habe jetzt den Stand und das Rig drin. Wie viel sind wir? 478. Gut, dann brauchst du noch einen Sitz. Das heißt, gut. Also du, ich weiß nicht, ob du den haben willst, den ich habe. Der ist relativ günstig, sag ich mal. Mhm. Der kostet, ich weiß gar nicht, 150? Okay. Aber ja, drei Stück aus, also auf jeden Fall. Aber fürs das ganze Alu-Gestell hast du jetzt, ja? Ja, ja, ich habe den Simrig S-Stream mit in den Warenkorb gepackt. Und ja. Einmal das Triple-Stream-Ding da als Stand. Also genau, den Sitz machen wir gleich separat. Dann bestell das mal, das hast du ja schon da und den Rest gleiche ich dann aus. Alles klar. Muss ich das irgendwie vorher erst irgendwie aufs Konto hochziehen oder so? Nee, das sollte eigentlich da drauf sein.
Okay, ist cool. Wir hatten theoretisch immer noch 9-10 Stunden. Naja. Counter anlegen. Ich hätte ja gesagt, nimm meinen, aber ich bin gesperrt bei denen. Ich weiß gar nicht warum. Mach das, Strix. Was hast du gemacht? Naja, ich habe bei denen damals meinen Rig bestellt, Equi, und habe versucht, mit denen zu kommunizieren, weil ich, ich glaube, 6 oder 7 Wochen gewartet habe, keine Antwort kam, und dann habe ich meine Bestellung storniert. Habe bei PayPal mein Geld zurückgezogen, darauf haben sie nicht geantwortet, seitdem ist mein Account bei denen gesperrt. Fand den, glaube ich, nicht so geil. Aber habe alles rechtens gemacht, also bin auch vom Kauf zurückgetreten, habe alles gemacht, wie es sein soll. Vielleicht kam sie damit nicht so klar. Ist wie es ist. Ja, das kann ja gerne dauern, Fisch. Das ist ja nicht schlimm. Aber dann sollten sie zumindest auf E-Mails antworten. Wenn man sie mal fragt. Ist egal. Lange, lange Geschichte. Also ich habe keine guten Erfahrungen gesammelt, Berg. Aber das bin auch nur ich. Anscheinend muss ich das Geld erst auf einen Paperkopf oder so. Ja, mach das. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich will nicht die Bankkonto ausgeben. Was machst du? Sog 3 mein Bankkonto wird ausgeben. Ich muss gerade mal gucken jetzt. They have given 451 Gift Subs in the channel. Reini ballert aber gut hindurch, du. Schon wieder schön auf 5 vorgefahren. Moin, sind Kalle. Sehr gut. Wie kann ich denn das jetzt darüber schieben? Keine Ahnung. Ah, umbuchen, da unten schon. Ich hoffe mal, dass das danach noch auf ist. Ja. Wenn nicht, lass einfach auf und dann machst du es am Ende. Weil denn, wenn du das jetzt wieder zumachst... Naja, ich denke mal, das müsste gehen. Hier steht nichts davon, dass das jetzt irgendwie geschlossen wird oder so. Okay. Ich probier's. Ja. Weil bestellt ist jetzt schon, ich muss nur noch bezahlen. Ach so. Also hier steht, okay. Du kriegst es schon hin. Reini fährt schnell gerade, ja.
Heini fährt gute Rundenzeiten. Also dafür, dass das Auto voll ist. Jo, ist drauf. Gut, so. Checkout. Okay, ist bezahlt. Soll ich dir einen Screenshot davon schicken in Discord? Ja. Alles klar. Damit die Leute das sehen können. Ja, ja, kann ich mal. Wir müssen nur noch mal gucken, wegen dem Sitz. Und dann hast du offiziell einen Rick, Alter. Ja, nice. Vielen Dank nochmal an alle. Dankeschön, Chat. Und danke, Koseba, dass du das nochmal in die Wege geleitet hast, quasi. Vielen Dank, Leute. Danke. Ja, schicke ich dir jetzt gerade im Discord. Moin, sind Hunting Duck. Ja, Kalle. Oh, hab ich dir geschickt. Also hier für euch noch, Leute, damit ihr das seht. Das ist der, den Sitz machen wir dann später. Aber hier, das ist, da ist es. Hier seht ihr das auch, Lieferadresse und alles. Richtig geil, richtig geil. Vielen Dank nochmal an alle, auch an dich, Tizzy. Vielen lieben Dank. Wir sind noch nicht fertig, du. Wir sind noch nicht fertig. Eieiei. Das Rennen geht noch ein bisschen. Noch neun Stunden sind noch. Bei uns ist das gut, ja. Wir haben leider einen Crash gehabt gerade, Horny, den wir aber verursacht haben. Ansonsten alles sehr, sehr gut bis dato. Ansonsten ist alles sehr, sehr gut. Killer Ausrufezeichen Ausrufezeichen Suzuka. Vielleicht noch hinzuschreiben bei dir im Chat oder in dem Befehl, dass schon 500 Euro, sag ich mal, eventuell drauf waren, weil hier steht ja wieder 0 Euro halt, ne? Dann ist das so. Okay.